Hallöchen. Wir sind heute hier in einer völlig neuen Konstellation. Der Nils ist da. Crazy as fuck, würde ich sagen. Wie kann das sein? Da verweise ich zu meiner Rechten, und zwar zu Martin C.B. Roffel. Genau. Ich habe jetzt gerade deinen Nick einfach, das ist jetzt dein offizieller Nachname. Das ist hier, du bist im Fernsehen. Fernsehen. Insofern ist das jetzt so. Du bist heute mit Bloodborne da. Genau. Bloodborne sehen wir heute mit allen Bossen plus DLC. Aber wir haben doch eigentlich schon einen Speed. Also ich meine, geht's denn noch schneller? Ich kann mir das eigentlich schwer vorstellen. Hast du denn die Videos überhaupt gesehen? Ich habe ein paar Videos davon gesehen, ja. Weiß ich nicht, was du besser machen willst. Hast du dir vielleicht Tipps geholt von mir? Ja, ja. Anhand dessen habe ich ja den Speedrun gebaut quasi. So. Und, was ist deine PB? Also wir zählen in der Ingame-Time, also das, was der Speicherstand angibt am Ende. Und da ist meine beste Zeit 1 Stunde 9 Minuten. Der Weltrekord liegt bei 1 Stunde 5 Minuten. Boah, was? 4 Minuten nur? Ja. Und das sind in Echtzeit circa also 1 Stunde 20 ungefähr. Du hast aber auch schon gesagt, dass es sich heute auch ein bisschen anders zeigen kann. Dass es auch sein kann, dass du richtig lange brauchst. Das kann sein, ja. Nach Bosslaune. Ja, das kommt immer drauf an. Das ist Bosslaune einmal, da kommt das RNG dazu, der Bosse. Mhm. Auch teilweise ein paar Skips oder so, wo vielleicht der ein oder andere normale Gegner sagen kann, nö, heute nicht. Das ist halt extrem schwer. Jetzt, wenn man jetzt die Route auch so rennen würde, wie sie für den Weltrekord wäre, kann es sein, dass man direkt nach 20 Sekunden schon wieder neu anfangen müsste. Also dann machst du das halt. Ja. Nee, ist auch voll okay. Ich sag mal, bei den ersten 4 Bossen hast du noch die Chance, vielleicht neu zu starten. Ja. Du machst ja alle Bosse plus DLC, also das komplette Programm. Mhm. Und ja, im Grunde kannst du loslegen. Kann ich eine Verbesserung noch? Weil es ist ja ein Speedrun, ne? Ja. Können wir den Namen des Charakters Usain Willbold? Wie? Das ist Usain Willbold. Das ist gut. So, wegen Willbold natürlich. Ja. So. Er ist ein sehr bekannter Kämpfer in der Bloodborne. Ja, ein L hatten wir, glaube ich, nur. Und dann jetzt Bold. Wie Usain Bolt halt, ne? Ja. Super gemacht. Ich danke dir. Okay, und dann, du musst sagen, wann die Zeit läuft. Die Regie ist bereit. Genau, okay, dann fangen wir an. Also die Zeit fängt an, sobald ich aufstehe quasi. Ich sag auch nochmal was. Ich hab richtig Bock, das mir so anzugucken. Lass dich nicht irritieren, wenn Simon und ich Quatsch erzählen. Wir können gar nicht anders. Wir können nicht anders. So, sei einfach in deinem Tunnel. So, ne? Zeit fängt jetzt an. Jetzt, die Zeit läuft. So, ich mache jetzt erstmal hier ein paar Sachen, die erkläre ich später. Okay. Ja, grundsätzlich erstmal zu Beginn. Eigentlich müsst, also es gibt am Anfang hier so einen Wolf, ich weiß nicht, ob ihr euch an den erinnern könnt. Können wir den Ton ein bisschen hier haben? Ich glaube, du brauchst Ton, ne? Kleines bisschen Ton brauche ich. Man hört hier. So. Ah, es kommt was. Der Wolf eigentlich ist dafür da, um dem Spieler erstmal zu zeigen, wie funktioniert das Fighting und man soll gegen den sterben. Mhm. Machen wir aber nicht, weil wir denken uns, egal, brauchen wir nicht. Also laufen wir mal dran vorbei. Jetzt müssen wir hoffen, dass jetzt so ein RNG-Part, der Wolf ist ja wieder nett und sagt, mach mal, oder nicht. Das sind die ersten 20 Sekunden, die du meinst. Genau, das ist ja direkt hier schon. Ja. Aber du noch lebst ja. Ja, also viele resetten noch sofort, wenn sie einmal getroffen werden. Das ist, kann ich verstehen. Aber du wirst ja auch gar nicht getroffen. So, das ist jetzt ein bisschen safety hier. Ein paar Blood Vials holen. So. Mhm. Du wirst ganz viel und irgendwelche freudigen Laute von mir hören, weil das ist für mich immer wieder faszinierend. Beim Spiel, was man dann auch so gut kennt, wo man sich so hart den Weg erkämpfen musste. Bin echt gespannt, wie du jeden einzelnen Boss legst. Sind das dann Tricks? Nutzt du Dinge wirklich aus? Oder teilweise. Hast du einfach auswendig gelernt, was die Jungs machen? Also das Schöne bei Bloodborne ist, dass halt die Bossfights tatsächlich sehr viel auf Execution sind. Also man hat wirklich vorher festgelegt, wie ist die schnellste Weise, einen Boss zu töten. Und so macht man das dann auch. Mhm. Da ist relativ wenig RNG dabei. Ganz kurz, das ist der erste Glitch. Man kann 2 Rechtshandwaffen einsammeln, indem man einfach die ganze Zeit X gedrückt hält. Oder die ganze Zeit X drückt. Ja. Einfach nur eine zweite einsammeln. Okay. Wir brauchen den Zorkleaver, weil das ist unsere Hauptwaffe. Das ist die stärkste Waffe im Spiel. Die Standardwaffe am Anfang. Und den Threaded Cane brauchen wir für einen Skip später. Das benutzen wir einmal und danach nie wieder. Aber wusstest du auch nicht, dass das die stärkste ist? Ja, also rein von der DPS, rein von der Damage per Second gesehen, völlig equipped und völlig upgegradet ist es die stärkste Waffe im Spiel. Siehst du? Aber wir haben auch viel mit der gespielt. Ja, stimmt. Wir haben auch dann, also später als langweilig wurde, haben wir wirklich angefangen, auch mal zu experimentieren. Stark ist. Wichtiger Part ist nämlich eben auch Beasthood in dem Spiel. Ich meine, das habt ihr auch oft gemacht, diese Beastblood Pellets habt ihr oftmals benutzt. Wenn es hart wurde, ja, bei manchen Genau, und der Sorkleaver baut diesen Beastmeter am schnellsten noch auf. Den wirst du also auch benutzen, den Beastmeter, um die zu legen. Genau, also Beastblood Pellets und die Buffs, also wie Fire Paper oder Bolt Paper, sind so die essentiellen Items, die man benutzt. So, wir brauchen jetzt noch ein paar
Molotov-Cocktails. Wie oft hast du das jetzt schon gemacht? So also Attempts insgesamt, laut meinem Split-Counter, sind so um die 7.000 bis 8.000. Was? Wie mit den 7.000? Entschuldigung. Was ist denn das da gerade? Also wir versuchen jetzt hier was, und zwar Sewer-Skip. Und zwar versuchen wir, die kompletten Sewers zu skippen, indem wir einfach hier auf den Alter drüber springen. Das hat jetzt hoffentlich geklappt. Man muss genau auf diesem kleinen Pillar, der da ist, landen und eine komplette Umdrehung machen, damit das Spiel speichert, auf welche Position du bist. Ich probiere es jetzt zweimal. Wenn es dann nicht klappt, gehen wir einmal außen rum. Das ist jetzt nichts Bedeutendes. In einem richtigen Run spart es halt circa 40 Sekunden. Was heißt bei einer Stunde 40 Stunden? Aber ist das erlaubt? Also ja, ja. Beim Speedrun, ja? Ja, also es gibt, im Endeffekt, ja, das hat jetzt noch nicht funktioniert. Ja, mach du erstmal, bevor du. Ja, das sieht gut aus. Das müsste funktionieren. Also es gibt eigentlich nur eine Regel, und zwar die ist, dass man keinen Save and Quit machen kann, um eine Animation zu canceln. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Truhe oder eine Tür aufmache oder so, darf ich nicht den Quit-Out machen, weil wenn ich den Quit-Out mache, wird automatisch die Tür geöffnet danach. Mhm. Und dadurch wär Bloodborne nur noch ein komplettes Save and Quit-Fest, weil du so viele Türen öffnest in dem Spiel. Mhm. Und nicht jeder hat eine PS4 Pro, das ist jetzt auf einer PS4 Pro mit einer SSD. Dadurch sind die Ladezeiten deutlich schneller. Merkt das schon. Stimmt, das ist wirklich. Genau so. Das ist halt PS4 Pro mit Boost-Mode und dann noch SSD, also das schnellste Setup möglich. Mhm. Und selbst da sind die Ladezeiten noch extremst lang. Also es gibt den True Any Percent Run auf Version 1.0 mit CD. Das geht nicht anders. Der Run an sich ist 20 Minuten lang und man hat ca. 45 Minuten Ladezeiten. Erster Bosskampf. Gucken, wie der läuft. Das kann halt schnell. Du musst aufhören, dass er schießt. Man kann ihn aber gut schießen. Also Simon und ich haben ihn echt gut geschießt. Zwischen die Steine, ja. Auf den Treppen ist ein bisschen besser. Er macht falsch. Ne? Ja, nichts für. Jetzt bin ich gespannt. Weil auf den Treppen schießt er nämlich meistens daneben. Ah. Haha. Ist der doof. Der ist echt doof, ne? Was? So, jetzt versuchen wir irgendwie hinter ihn zu kommen, während er seine Waffe transformiert. Das machen wir genau so und dann können wir einmal einen Backstab machen. Mit einem Molotov. Oh, hast du nicht den X-Angriff? Wäre das nicht besser gewesen? Nee, das ist eine lustige Mechanik im Blatt. Oh, Ja, mach du den erstmal. Ja, okay, das war nicht so. Naja, ich hab dir ja gesagt, du hättest vielleicht ihn auch. Die Steine musst du zwischen ihn und dich bringen. Das ist eine lustige Mechanik im Bloodborne allerdings, wenn man diese Backstabs macht. Man kann entweder noch einen Backstab direkt hinten dran machen oder bei Beasts einen Molotov werfen und man macht denselben Schaden, als würde man diesen Repost machen. Mhm. Das ist halt einfach nur schneller. Okay. Okay, also die Molotovs sind schneller als das Backstab. Genau. Grabbing. Backstick, ja. Also man macht erst den Backstab und das, was man dann macht, ist dann entweder eben der Repost oder von vorne ist es dann der, ich glaube, Viscerill nennt sich das dann, Viscerill Attack. Eingeweideangriff. Ja. Oder sowas. Ja, der Simon und ich haben das perfektioniert im Prinzip auch. Ja, wir sind auch locker 8.000, 9.000 Mal gestorben. Also ja, so, aber das hat sich halt gelohnt, weil wir wissen halt jetzt einfach vom Frame-Faktor her, wie man richtig und so. Das ist alles, was er gerade sagt. Ja, yeah, absolut. Aber das kann ich alle. Oh, jetzt. Das ist nicht gut, oder? Ja, aber wir lenken dich ja auch massiv ab. Also deswegen, sei ruhig im Tunnel. Ich glaube, es ist wirklich schwer bei den Bossen, ne, da nicht von uns abgelenkt zu werden. Ja, gut, aber also grundsätzlich, Gascoin ist einer der größten Reset-Punkte in dem ganzen Run. Ach, Ken, was macht der? Was machen die denn jetzt hier? Also wenn es wirklich einen Part am Anfang gibt, der wirklich, ja okay, das ist das Problem, wenn diese Bücher zerbrechen, kannst du das Sewer-Skip nicht mehr machen. Ah. Das heißt, wir müssen jetzt einmal außen rumgehen. Wenn ich jetzt nochmal zu Gascoin sterben würde, müsste man tatsächlich einfach resetten. Ja, machen wir, haben wir vorher gesagt. Ja. Wir haben auch heute genug Zeit dafür, so ist es nicht. Und wir hatten ja auch schon jede Menge von verzweifelten Speedrunnern, die 20 Minuten sich an einer Sache abmühen, nur um sie zu zeigen, wo es dann gar nicht mehr darum geht, den Speedrun noch fertig zu gehen. Aber ich will euch nur zeigen, dass das geht. Einfach aus Prinzip, ja, genau. Und das sind die Parts, die mir auch am besten gefallen, wenn ich ehrlich bin. Ja, also grundsätzlich ist halt Gascoin ist halt tatsächlich von allen Dark Souls und Bloodborne, von den Startbossen als Speedrun tatsächlich auch der schwierigste und auch der als wo man am häufigsten resettet, einfach, das ist einfach ganz klar. Aber jetzt haben wir im Grunde gesehen, was du alles geskippt hast durch diese, ja, das ist schon eine Menge. Vor allem die Leiter hier. Ja, ich finde übrigens,
Reset wäre auch ein schöner Name für so ein Speedrun-Format. Es ist alles, wir könnten machen, aber es heißt hier schon Speedrun da. Ja, ich weiß, aber vielleicht mache ich ein eigenes Konkurrenzformat. Machst du ein bisschen besser? Das ist auch, ich weiß gar nicht, dieser Name, das war so ein typisches Hannes-Ding. Der hat irgendwie die Grafik gemacht und dann hat es einfach so genannt, weil er es lustig fand. Und dann, ja, okay, ich meine, das ist ein guter Name. Ja, mir gefällt. Aber normalerweise haben wir ja den Namen zuerst, war in dem Fall mal nicht so. Stimmt. Ja, aber mir gefällt der Name auch nach wie vor, finde ich den sehr schön. Ah, gut, die wichtigen 200 Blutechos, ja. Da waren natürlich viel. Mitmachen. Erstmal ruhig sein. Ja, Mann. Jetzt habe ich ja keine Molotovs mehr. Jetzt muss ich halt irgendwie anders angreifen, aber das sollte auch machbar sein. Das ist gut. Sieht relativ einfach aus. Sehr gut. Jetzt müssen wir gleich dritte Phase sein. Das Spiel ist ja gar nicht so schwer, wie alle sagen. Jetzt nicht zu gierig werden. Ja, ja, manchmal, okay. Manchmal hat er noch 1 HP und man fängt schon an wegzurennen zum Gate. Mm. Und dann auf einmal springt er dir hinten in den Nacken. Ist auch schon passiert. Also da gab es schon die komischsten Fails. Wofür nutzt du überhaupt die Blutechos dann? Kaufst du davon einfach nur die Items, die du brauchst? Level-Ups grundsätzlich. Also, aber auch schon Level-Ups? Ja, also grundsätzlich okay. Level-Ups, ein kleines bisschen am Anfang jetzt gerade. Kriegst du denn dann überhaupt genug? Also, ja. Wenn du ja auch an vielem vorbeiläufst, ja, das reicht? Okay. Ja, also du kriegst genug. Später im Run gehen wir einmal zurück in die Anfangs-Area, weil Cleric Beast zum Beispiel haben wir jetzt nicht gemacht. Cleric Beast später stirbt mit 6 Hits. Also das ist... Mehr als genug Level-Ups auf jeden Fall. Man kann natürlich, je mehr man skippt, desto schneller wird's. Ist logisch. Der Weltrekord und auch meine persönliche Bestzeit macht den Run mit 10 Vitality, also mit Base Vitality. Man levelt nicht einmal sein Leben ab, sondern nur komplett Focus auf Strength und Skill. Machen wir jetzt hier natürlich nicht, weil das könnte zu jeder Zeit Tod bedeuten. Was hast du jetzt? Warum hast du die Klamotten jetzt so? Das ist das Hunter-Set. Das Hunter-Set gibt mir ein bisschen mehr Damage Reduction und ist ein bisschen besser gegen Frenzy. Was Frenzy ist, erkläre ich später noch, wenn es soweit kommt. Frenzy ist halt so eine Mechanik, die in Bloodborne eingeführt haben. Verstehe ich bis heute noch nicht warum, aber ja, das ist auch toll. Okay. So, jetzt. Das ist jetzt der erste Part, wo wir tatsächlich was ein bisschen so abusen, eben das Quitting, das Quit-Out-System, weil Souls Games und auch Bloodborne fungieren so, dass die Position der Gegner immer zurückgesetzt wird, wenn. Das wollte ich eigentlich nicht. Und dadurch, dass du jetzt rausgehst, werden die Gegner zurückgesetzt und sind dann nicht mehr an der Stelle, wo du. Genau, wenn ich jetzt hier einfach ein Quit-Out mache, dann sind die Hunde einfach weg. Die werden jetzt an ihre Default-Position zurückgesetzt und ich kann jetzt einfach da durchgehen, ohne dass ich sterbe. Weil normalerweise können die dich, entweder springen die dich an oder es ist halt sehr random alles teilweise, gerade mit Hunden. Das hat From Software irgendwie so an sich. Ja, ja. In Dark Souls 3, wenn du vor Hunden wegrennst, teleportieren die sogar hinterher. Die kommen von oben vom Himmel runtergefallen die ganze Zeit. Das ist halt ultra schlecht gecodet so teilweise. Dann, ja, oder extra böse. It's raining cats and dogs. Das macht total Sinn. Das gibt total Sinn. Schlechtes Wetter. Aber ich finde es immer so faszinierend, dass diese ganzen Kleinigkeiten, die muss ja irgendwie wer rausgefunden haben. Ja. So, ne? Und das finde ich so faszinierend, wie viel Trial and Error und Beobachtungen und alles dahinter steckt. Ne? Also es gibt auch teilweise Leute, die modden dann ihre ganze Konsole so weit, dass sie halt Bloodborne auch im Debugging-Modus sehen können. Das heißt, die Wände werden halt grün, weiß, blau, wo du dann siehst, wo sind Collisions an den Wänden, wo kann ich durch, wo kann ich nicht durch und anhand dessen guckt dann, das passiert gerade mit Sekiro, passiert das gerade. Ah, ja. Extrem. Also das Game wird gerade komplett auseinandergepflückt. Ich glaube, der Weltrekord für Any% bei Sekiro ist gerade schon wieder bei 24 Minuten oder so. Any% heißt, dass so schnell wie möglich die Credits sehen. Okay. Ja. Also egal wie viele Bosse. Ja. Okay. Genau. Ja, das ist geil. Das so. Könnte man auch, also ich will nicht sagen, dass man es lernen könnte, aber man könnte mal versuchen, sowas zu lernen. Ich weiß nicht, wie lange ihr für die Area hier gebraucht habt, für Old Yharnam. Oh, zu lange. Schnell. Wir wollen das komplett überspringen, wir haben da keinen Bock drauf. Deswegen. Man kennt es doch noch, man kennt alles noch. Ja klar, Mann, Alter, haben wir auch richtig. Wow. Wow. Alter, wie überlebst du das? Out of bounds ein bisschen. Und dadurch haben wir jetzt komplett Old Yharnam geskippt im Endeffekt. Und du lebst noch. Ja. Wow. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Der erste Sprung war ein bisschen weit nach rechts, aber das hat gut funktioniert. Lass die bloß nicht treffen.
Okay, alles gut. Also jedes Item, was du einsammelst, das willst du auch benutzen. Ja, das ist wirklich alt. Du lässt alles liegen, sonst. Mhm. Okay. So hoffen, dass wir nicht. Ja, genau. Ja, da steht er doch. Die Wölfe sind immer ein bisschen komisch. Jetzt zitter ich mit, weil du das machst das so spannend mit deinem. Ich halte mich gleich, keine Sorge. So, wir brauchen jetzt Beast Blood Pellets und die Blood Cocktails, weil wir kämpfen jetzt gegen Bloodstarved Beast und wie der Name schon sagt, springt er natürlich auf Blut an. Ah, oh, die erinnere ich mich auch noch, Simon. Da, ne? Man erinnert sich so gut. Wenn man die, sobald man die Räume sieht. So, das heißt, wir können ihn jetzt natürlich schön hier in die Ecke mitlocken. Nehmen wir einfach einen Blood Cocktail dahin schmeißen und der rennt jetzt einfach hin. Na, auch hier nehmen wir wieder. Ach, die der Kette. Hat einfach so Bock auf das Blut. Ja. Ihm alles egal ist. Ey, das Mann, auch nicht gewusst, das hätten wir alles. Der heißt sogar Bloodstarved Beast. Ja, halt echt. Er hat es trägt zum Namen. Das ist eigentlich dein Job, Nils. Ja. Du bist doch der Kluge. Du hättest es eigentlich rauskriegen müssen. So, nein, letzte Phase überspringen wir, indem wir einfach zweimal backstabben. Und das Bloodstarved Beast. Das gibt's Hammer. Nicht. Das hat das Schöne an dem Run. Das ist halt sehr alles auf Execution wirklich. Also wie. Der Nachteil ist, sobald man eine Sache so ein bisschen daneben haut, kann es auch schnell in die andere Richtung gehen. Mhm. Aber so grundsätzlich, sobald man die. Es ist halt sehr einfach zum Üben. Du musst halt wirklich die Strategie einfach nach und nach. Wirklich, du hast diese gesetzte Strategie, wo wenig passieren kann. Cathedral, genau. Das halt Bloodborne ist halt sehr, sehr, sehr viele Loading-Screens leider, aber. Macht den Run ein bisschen erträglicher, weil gerade wenn man jetzt zum Beispiel die Run streamt, kann man viel mit seinem Chat reden während den Loading-Screens. Mhm. Man hat ein bisschen Zeit, kann man auch was trinken. Ich glaube, du hast mich gerade überzeugt, dass ich in meinem PS4 eine SSD einbauen lasse. Das würde ich jedem empfehlen. Würde ich jedem empfehlen, egal welches Spiel. Also, ist ja auch Lebenszeit einfach. Ja. Lebenszeit. Und es ist auch super einfach. Lautstärke. Es ist auch super simpel. Es wird dir sogar von Sony empfohlen im Endeffekt. Ach ja, da waren die ganzen Rollstuhlfahrer. Ja. Diese wahnsinnigen. Oh ja, ja, ja. Oh hier. Da gibt es ja eine Geheimtür übrigens. Genau, das ist hier der komplette Nachbau von diesem Hunter's Dream. Stimmt. Hier brauchen wir ein Item, das ist sehr wichtig, um das echte, sage ich mal in Anführungszeichen, Ende zu bekommen. Mann, da waren wir nach, weiß ich nicht wie viele Stunden erst, ne? Ja, das ist einfach faszinierend. Ja, da haben wir jetzt nämlich hier diese Umbilical Cords. Und da hat man den letzten drei Stück und muss alle drei auch genommen haben. Ansonsten sieht man den letzten Boss nicht. Ah. Also für alle, die das Spiel noch spielen wollen, Spoiler. Ja gut, aber wer dann sich dann da alle anguckt. Ja, es gibt tatsächlich viele Leute, die gucken sich in Speedrun an, um irgendwie Boss-Strategien zu kopieren, weil sie nicht weiterkommen. Ich kann mich erinnern, dass ich das ein, zwei Mal versucht habe, aber ich konnte sie nicht kopieren. Da steht ja noch ein Wolf rum. Jo, und der macht doch der auf und denkt sich, was, da will ich mich wieder hin. So, und jetzt kommt was ganz Schönes, das ist so der Glitch, der seit kürzester Zeit hier ist. Das nennt sich Ladder Warping. Ganz faszinierende Sache, weil man einfach das Spiel komplett als dumm dastehen lässt, was immer wieder schön ist. Und zwar machen wir ein Animation Cancel, also wir gaukeln dem Spiel quasi vor, dass wir jetzt auf die Leiter klettern wollen. Machen wir aber nicht, indem wir das abgebrochen haben mit diesem Extension. Aha. Das Spiel denkt jetzt, wir sind auf dieser Leiter. Ach was. So, das heißt, wir können jetzt hier rumrennen, Bosse töten und was weiß ich machen. Und sobald wir ein Save and Quit machen, werden wir ja natürlich an die letzte bekannte Position zurückgeworfen. Die Leiter. Was die Leiter im Endeffekt ist. Das heißt, wir sparen uns den ganzen Weg zurück nach Vika Amelia wieder. Alter Schwede. Irgendwer hat das sich überlegt und auch an welcher Stelle das Sinn macht und frage so. Frage ich mich auch immer, wie man das. Ich meine, nicht jeder von euch, klar, findet das für sich allein heraus. Ja, es gibt dann halt wirklich so Leute, die das halt suchten und durchbingen sozusagen, bis sie durch sind. Und die teilen das dann mit allen und alle versuchen es dann zu kopieren und. Ja, teilweise. Oder gibt es auch mal einen, der aus dem Nichts kommt? Manchmal findet das einer casual in seinem Playthrough und ladet das auf YouTube hoch und die komplette Community stürzt sich halt einfach drauf. Wie Geier und guckt, was man damit machen kann. Das ist super. Der Typ, ey. So, wie Camellia ist auch Execution-based komplett, also wirklich eine gewisse Strategie, die man komplett ausführen soll. Das ist jetzt in dem Fall die Gliedmaßen oder was? Genau, immer. Also das ist, Bloodborne hat so ein System, das eben die Gliedmaßen auch zum Stagger führen können. Das nutzen wir halt maßlos aus, indem die Camellia nicht einmal zum Angreifen kommt. Krass. Krass. Das hätte uns doch eigentlich aus Versehen schon passieren müssen. Wir haben doch auch gehauen. Krass, das ist ehrlich. Ah, es ist so schön zu sehen irgendwie, so befriedigend.
Ja, es ist ein Stück weit befriedigend. Aber es ist auch, ich habe gemischte Gefühle. Auf der einen Seite schmälert das durchaus auch unseren Triumph. Nein, 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 auf keinen Fall. Ist doch noch ein bisschen Neid auch dabei. Ganz viele Emotionen. Oder ich meine, die Stunden, die ihr jetzt vielleicht in Bloodborne gesteckt habt. Die hast du in diesen Speedrun gesteckt. Ja, genau, das ist so. Also, ich finde das mit den, also du meinst, diese 8000, 9000 mal durchgespielt, mehrere tausend Mal durchgespielt, meinst du? Nee, das oder sind die Versuche tatsächlich, also die Versuche, wie oft ich den Speedrun angefangen habe. Ja, aber auch das ist ja schon... Ja, durchgespielt würde ich jetzt auch schon so, also die tausend bestimmt. Sagen wir mal tausend, ja. Ne? Weil ich also jetzt gerade übe ich nicht, aber Resident Evil 2 ist ja gerade so mein Thema und ich meine, da bin ich eher vielleicht bei, weiß ich nicht, 50 oder so und das ist schon, ich denke schon, so es reicht, ja. Ich brauche nicht mehr. Aber ich kann das mir nicht mal vorstellen. Mhm. Ja gut, gerade wenn jetzt und so Resident Evil geht ja auch nur so, wenn du es kannst, auch so eine Stunde 20, also das ist vielleicht vergleichbar. Es ist ja. Diese Konzentration auch immer wieder so aufrechtzuerhalten für so ein, ist es für dich dann was Meditatives irgendwann? Irgendwann schon, ja. Du, irgendwann, dass du gar nicht mehr nachdenkst? Nö, also es ist so Muscle Memory irgendwann. Das ist so irgendwas im Rückenmark drin, alles komplett, ja. Also gerade der Anfang, das ist jetzt, und jetzt, wie gesagt, mal halt an der Leiter. Ja, du hast natürlich, je früher im Spiel, desto häufiger hast du es gemacht, ne? Ja, natürlich, genau. Ja. Also gerade der Anfang, die ersten drei, vier Bosse, wenn ich die mit der richtigen Route jetzt auf Personal Best machen würde, könnte ich sogar teilweise bei Vika Amelia einfach auf meinen Chat die ganze Zeit gucken. Da musst du dann gar nicht mehr drauf achten, groß. Dann guckst du nur kurz, wo bin ich gerade? Ah, okay, da, alles klar. Mein Gott, irgendwann spielen die Hände ohne. Ja. Es gibt ja, ihr hattet, glaube ich, schon mal einen Gast von Savi, die Dark Souls 3 gemacht hat. Und die hat ja auch Blindfolded Bosses gemacht teilweise. Ja, das ist echt. Wir hatten auch einhändig, hatten wir, glaube ich, mal. Wir hatten auch vor kurzem jemanden, der blind gespielt hat. Das ist echt verrückt. So. Können jetzt natürlich hier rein, weil wir das kennen. Jetzt muss ich das Item hier noch nehmen. Wir brauchen, also wichtig auch für Damage sind die Gems natürlich in der Waffe. Wir haben das mal ausgerechnet, wenn man keine Gems in der Waffe hätte am Ende vom Run, verliert man ungefähr 60-70% von seinem Schaden. Also das kann man ja auch wieder in Zeit umrechnen. Dann. Genau. Ja, also es lohnt sich schon, was reinzubauen. Ja, viele Leute sagen immer so, ja, warum sammelt man die ein? Das kostet ja voll viel Zeit, da hinzugehen. Rentiert sich im Endeffekt alles. Also. So, jetzt gehen wir zum ersten Mal in Hunter Dream, die erste Shopping-Tour quasi. Ja. Für Zeit. Insgesamt gibt es 3 Stück. 3-mal leveln wir ab. Und das war's für den kompletten Run. Aber dann immer gleich so immer gleich schon. Geht natürlich. Ja, genau. Ja. Wir haben einmal, ich bin mal gespannt, was du da levelst oder was du auch verkaufst. Wir verkaufen das Dollset, weil das haben wir bekommen, das ist sehr teuer. Selbst die Profis verkaufen also. Weil die mögen die Doll, von daher. Dann brauchen wir noch Upgrade Material, das kaufen wir mit Insight. Und dann upgraden wir auf plus 4. Und equippen die Gems. Ne? So, und die Doll, der Dialog ist sehr lange, so leid es mir tut, ich muss sie töten. Ja. Aber die mag uns ja, von daher ist sie beim nächsten Mal wieder da. Wie das uns passiert ist, ne? Alter Schwede. Wir wussten uns. Ja, okay. Aber so, wie lange? Ich meine, es hätte so viele Stunden schon passieren können, dann passiert es dir wirklich ganz am Ende, wo du nicht mehr damit rechnest, dass du das kriegt man erstmal so einen Schockmoment, wenn man die Ja, aber hat. Holla, So, und jetzt machen wir einen Boss, den man eigentlich auch erst später machen sollte, aber man kann ihn früher machen, nämlich Pal. Pal ist ja eigentlich in Yagul und in Yagul kommt man erst, indem man Rom tötet. Aber es gibt hier einen Gegner, der sich zur Aufgabe genommen hat, jeden seiner Opfer nach Yagul zu bringen. Ja, der Sackmann. Genau. Ja. Und von dem lassen wir uns jetzt einfach mal töten. Das tut aber auch schon weh, sich töten zu lassen, finde ich. Die Absicht. Ja, vor allen Dingen, man kann keinen Speedrun mehr machen, ohne komplett zu sterben, ohne nicht zu sterben. Ah, deswegen. Deinetwegen, ja. Ja. Aber es gibt ja unterschiedliche Kategorien dann auch bei Speedruns, ja, gibt's, ne? Ja, genau. So, also in Bloodborne gibt es das True Any% mit der Disc-Version. Dann gibt es das Any% Current Patch. Wo man auf der aktuellsten Version eben das Speedrun macht, dann All Bosses mit DLC, das ist die Kategorie jetzt. Und dann gibt's noch so kleinere Kategorien, die jetzt nicht so groß auf den Leaderboards sind, wie zum Beispiel Platinum Percent, also halt alle Achievements so schnell wie möglich. Da ist der Rekord, ich glaube, bei 3,5 Stunden ungefähr. Oh, krass. Wenn es einem nicht schwer genug ist, ne? Ja, dann, und dann gibt's halt noch die Leute, die halt die Glitches nicht mögen, die Speedrun dann halt glitchless. So, Pal ist genauso auch Execution-based. Kann aber auch genau. Der jetzt rechts durchs Loch und dann, das ist dieses Blitzvieh. Ja, genau, der Elektrohund. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, die meisten hat der Nils gelegt von den Bossen. Aber. Ach, es waren schöne Zeiten. Ja.
Hat er auch wieder so Hände. Und da machst du es ja, du staggerst die einzelnen Glieder. Genau. Sodass er immer wieder auseinander zusammenbricht. Ne? Ja. Shit. Oh, oh. Fast tot. Das ist nicht so gut. Hier rum. Machen wir das jetzt an. Das ist nur noch ein Hit an dem Bein, aber ich komme nicht hin. Ja. Ist das egal? Ah, nee, lebst noch. Jetzt so. Ist das egal? Also, wie musst du jedes Gliedmaß einmal oder? Nee, also wenn alles passt, mache ich normalerweise nur den von seiner Sicht aus gesehen den rechten Arm, das rechte Bein. Mhm. Mehr mache ich nicht. Mhm. Aber dadurch, dass wir jetzt gestorben sind, machen wir jetzt rechter Arm, rechtes Bein, das Gesicht und dann nochmal den linken Arm. Und warum spielt das eine Rolle, dass du gestorben bist? Weil ich jetzt kein Feuerpapier mehr habe. Ach, okay. Und das Wichtige an Pal ist, wir müssen den legen, weil der uns Zugang zu Bold Paper gibt. Und Bold Paper ist das Buff-Item mit dem meisten Damage jetzt. Also entweder hat man ja Auswahl zwischen Fire oder Bold. Mhm. Bold macht deutlich mehr Schaden. Ah, okay. Aber ist es nicht gegnerabhängig, auch was die für Resistenzen haben? Teilweise ja. Also später im DLC macht es eh keinen Sinn mehr, Bold Paper oder irgendein Paper zu verwenden. Weil gerade bei Orphan machst du 80 mehr Schaden gegen einen Boss, der irgendwie 5000 AP hat. Also das. Was macht der denn jetzt hier? Warum ist er so, wie er ist? Sein. Das hat das Problem, wenn man eben jetzt einmal an einem Boss gestorben ist und diese Strategie nicht mehr machen kann, dann hat man eben ein riesengroßes Problem. Jetzt muss ich ein bisschen rechnen. Jetzt habe ich 2 Pellets verloren. Okay. Ja, jetzt wird es langsam. Ist, ey, ja. Man hat ja dann immer so Ausweichstrategien und Umleitungen, genau. Aber die gehen dann irgendwann aus. Ne? Mhm. Ja, bin gespannt. Lass dich nicht. Nee, doch, lass dich unter Druck setzen. Sie stehen unter Druck. Was machen Sie nun? Also zu Hause würdest du jetzt wahrscheinlich resetten. Ne? Yeah, yeah. Da hätte ich schon bei Gascoin wahrscheinlich geresettet. Also noch, ich meine, wir sind bei 25 Minuten, ne? Also du könntest jetzt noch irgendwann mal resetten, sollte es wirklich nicht anders gehen. Oh Gott, das war ich so ein bisschen jetzt, habe ich gefühlt. Probier es noch einmal. Und wenn es dann schief geht, dann würde ich sagen, dann machen wir nochmal ein Reset. Okay. Und ist nicht das erste Mal, wird auch nicht das letzte Mal sein. Also bei dir vielleicht das letzte Mal, aber. Ja. Vielleicht reißt es ja noch rum. Das sind die spannenden Momente. Also, weil man, du hast ja selbst gesagt, du kannst mehr oder weniger auswendig. Ja. Das sind dann aber, das wollen die Leute sehen. Ja, das ist dann das, wo man eben nicht mehr auswendig kann. Ja, aber das, da wird's interessant. Ja, muss man ein bisschen improvisieren dann. Hast du Ambitionen, eigentlich den Weltrekord nochmal in Angriff zu nehmen oder sagst du, du bist am Limit? Grundsätzlich schon. Er ist halt nur verdammt gut. Also der Weltrekord ist, der steht jetzt, glaube ich, schon seit über einem Jahr. Krass. Und der ist halt, also das ist. Kennst du so Billy Mitchell und Twin Galaxy? Ja, und so? Billy Mitchell kenne ich, ja. Das ist ein das ist so riesengroßes Meme bei uns tatsächlich. Ja? Billy Mitchell, ja. Mit Mame und alles. Komm, jetzt benehm dich nochmal bitte. Kann er. Okay. Ja, jetzt warte mal, jetzt bin ich kurz weg. Okay, dann würde ich jetzt einmal resetten. Okay. Machen wir resetten. Dann machen wir das ganz kurz und schmerzlos. Gut. Ja, so weit weg von uns war es jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil wir sind ja auch ein paar Mal gestorben. Ja. Bisher sehe ich den großen Unterschied noch nicht. Nee. Aber es ist so lustig, weil wir sind jetzt quasi unsere Comments-Sektion. Ja, wo die Leute auch mal geschrieben haben, sie sind mega geil. Wir sind mega schlecht. Jetzt schreiben wir quasi so unter deinen Spielern. Schreiben wir jetzt, ey, du bist ja eigentlich gar nicht so geil. Ich wette, dieselben Leute werden auch jetzt unter das Spielvandale-Video schreiben. Ja. Hey, kann ich auch. Guck mal, der ist gestorben. Kann ich auch. Ich finde das total spannend, weil es einfach. So muss es sein. Aber ich habe eben gerade gesehen, du bist ein bisschen abergläubisch. Du willst immer einen weiblichen Charakter mit roten Haaren. Ja. Das ist einfach so aus. Aber glaube, wie Fußballer, die zuerst den rechten Fuß Schuh anziehen. Fußschuh, Schuhfuß. Die Zeit fängt dann jetzt wieder an. Und dann probieren wir es nochmal. Dauert nicht mehr lange, dann ziehen sich Fußballer auch den Fuß vorher noch an. Ja, passionischen Fuß. Den Turnierfuß. Ja, je nachdem, welche Witterungsverhältnisse. Ich hab nur den, genau. Ja, ich hab nur den Fuß für Rasen. Ja, dabei spielen wir Fußball heute auf Rusen. Rusen, das neue Untergrundmaterial. Forscher werden das in ungefähr 12 Jahren aus Nanofasern. Nee, aus Rus. Ja. Rusen. Rusenball, Sport Leipzig.
Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir jetzt... Oh, oh, ich hab's dem Original Kinnhaken gegeben. Halt echt. Das war schon ganz lustig. Das geh ist mir gut. Aus dem Weg. Lass dich nicht beirren von uns. Wirklich, es. Du machst da dein Ding. Hoffentlich nirgendwo getroffen werden hier. Da hatten wir am Anfang auch ganz viel Angst, ne? Und wenn wir dann da wieder zurückgekehrt sind, waren die richtig schlecht. Was ist noch immer? Es kommt einem so wirklich so groß vor, wie wenn man ein kleines Kind ist und später dann wieder an seinen Spielplatz irgendwie zurückkommt. Mhm. Das ist auch ein schönes Gefühl, wenn die Gegner auf einmal alle in einem Bett einfach direkt sterben. Diese ganzen Farmruns. Einfach nur alles einfach durchrennst, wie der leibhaftige Tod. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Gesture. Das ist auch sowas. PlayStation oder Sony hat sich gedacht, komm, sind mal lustig. Im Dark Souls Teil gibt es ja diese Gestures, dieses Praise the Sun und dieses ganze Gedöns. Und Sony hat sich überlegt mit From Software zusammen, wir machen das zwar auch, aber wir machen das zusammen mit den Motion Gestures vom Controller. Das heißt, wenn ich X drücke und mein Controller in eine Richtung bewegt, macht er halt einfach irgendwas. Und das haben die nicht so gemacht, dass man den Controller irgendwie so, du kannst deinen Controller X drücken und den gegen die Wand schmeißen und es passiert nichts. Bewegst nur einen Millimeter, passiert was. Ja. Und deswegen nennen wir das bei den Speedrunnern, nennen wir das Salty Gestures, weil irgendwann rastest du einfach nur noch aus. Da sind dann teilweise auch schon Runs gestorben. Du musst halt irgendwas aufsammeln oder so und Gegner ist hinter dir und dein Charakter setzt sich halt einfach hin. Oh Gott. Ja. Das wird denke ich, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit hier auch noch passieren. Wie viele Versuche brauchst du denn, bis du einen Versuch hinbekommst, wo du sagst, okay, der war wirklich gut? Vielleicht 400-500. Ja? Ja? Mhm. Wow. Ja, also meine letzte PB ist jetzt auch schon wieder, ich glaube, auch schon wieder 6-7 Monate her. Gut, zwischendurch natürlich noch Sekiro. Man wird ja auch abgelenkt. Ja, zwischendurch mal ein bisschen Abwechslung, weil ich habe auch mal Doom 2016 gespeedrunnt. Mhm. Was ja komplett durchgedreht ist. Ja, Doom hatten wir ja auch schon, ne? Ja, also bei Doom ist man ja, das war ja mehr draußen als drin. Ja, so ein rein unfassbares Glitchen die ganze Zeit, ja. Bei jeder Tür und bei allem irgendwie. Aber auch interessant. Das ist natürlich irgendwie hat dann wenig mit dem zu tun, was man irgendwie darunter versteht, aber ist sehr interessant zu sehen, wie die einfach dieses Spiel brechen. Ja, sowas muss man halt mögen einfach. Ja, genau. Man muss. Ja. Also ich könnte mir das nicht 4 Stunden am Stück oder so angucken, aber so bei einem Spiel, wo man das man kennt, wo man sich dann wundert, ich kann also 3 Maps komplett skippen oder so, ist schon immer wieder faszinierend. Also ich habe mal ganz viel Zelda gesehen. Was mich immer stört, ist, die rollen immer alle. Bei Zelda immer die ganze Zeit gerollt. Und das dann für 2 Stunden. Oh Gott, Das macht einen irre. Das finde ich bei Souls-Style ganz schön eigentlich, dass man trotzdem noch normal sprintet. Und nicht irgendwie die ganze Zeit vorwärts dasht oder sowas. Ja, also ich finde auch das, was du bisher gezeigt hast, ist relativ wenig Glitch ausnutzen. Also natürlich jetzt ein paar Sachen vorhin da durch diesen Kirchturm da und so. Aber wie du gerade sagst, bei Doom, es könnte ja viel mehr sein. Das folgt ja eigentlich auch so ein bisschen vom guten Code, sag ich mal, dahinter. Der ist auch wieder in Schießlaune. Jeder Schaden weh. Ach komm. So. Okay, machst du nicht, okay. Ja, das ist jetzt doof, weil jetzt ist er. Ich heile mich mal, ich mach's mal ein bisschen safe. Wie wir den am Anfang auch niemals gekontert haben, ne? Nee, das haben wir ja niemand. Spät gelernt. Und nie perfektioniert. Nee. Bis Sekiro dann natürlich. Ja, bei Sekiro muss man. Da hat man keine andere Wahl. Behaupten alle, ich spiel's wie Bloodborne, ich komme ganz gut zurecht. Ey, du musst dir wirklich mal den Game 1, Game 2 Beitrag dazu angucken, weil der Trant hat das so perfekt mit Blocky und Rolli. Hat er so gut erklärt. Mhm. Was? Soll ich mich ein bisschen beruhigen? Ein guter Fight. Ja, das ist jetzt genauso. Ja. 1 HP. Ich war schon wieder kurz davor, zur Tür zu rennen. Der Zipfel ist es. Ja. Simon hat ihn perfektioniert. Ja. Aber jetzt ist eigentlich schon besser als beim ersten Mal. Beim ersten Mal bist du ja einmal
Ich muss mir jetzt auch nur drei Molotovs kaufen. Und dadurch könnte ich vielleicht ein Level, glaube ich, mehr machen. Okay. Aber du hast den dafür diesen Tunnel nicht skippen können. Genau. Mhm. Also es ist immer so ein ständiger Trade-off. Mhm. Aber bisher sieht es eigentlich gut aus. Bin gespannt, wir waren vorhin bei 23 Minuten. Mal gucken. Mal gucken, wo wir nachher bei Paar sind, ja. Genau. Jetzt muss man halt wieder ein bisschen beten, dass die Hunde nicht wieder einen schlechten Tag erwischt haben. Das ist hier, das ist so eine, man freut sich immer, wenn man so eine richtig gute Zeit bei Gerskoin hatte. Und dann kommt man hier hin und der erste Hund springt dann an bis direkt hoch. Und jetzt, ja, das ist. Jetzt geht er noch mit rein, hör doch mal auf. Das ist sehr schwierig und anstrengend. Die Alfred-Storyline juckt uns auch übrigens gar nicht. Wir brauchen nur das Firepaper von dem. Mehr wollen wir gar nicht haben. Ich weiß gar nicht mehr. Er hat ja quasi dieses College gesucht oder was, ne? Habt ihr das am Ende eigentlich gefunden? Es kommt drauf an, was du ihm erzählst. Oh. Haben wir ihm. Ja, weiß es nicht mehr. Was wir ihm erzählt was haben. Was passiert, wenn man ihm erzählt, wo das ist? Dann geht er, glaube ich, auch dahin. Also der ist dann da auch. Ja. In Bjergenwerth. Ja, genau. Bjergenwerth. Ja. Weiß gar nicht mehr. Weiß auch nicht, wir sind so ein bisschen immer zwischen den Fronten gewesen, glaube ich. Also ich persönlich habe auch noch nie Alfreds Storyline fertig bekommen. Also ich habe immer nur, weil ich die Achievements damals gemacht habe, muss man dem eine Sache geben, aber die komplette Storyline habe ich selber auch noch nie gemacht. Das beruhigt mich. Das ist auch immer so das Ding, viele Leute denken immer so, ja, Speedrunner spielen das ganze Spiel komplett durch und wissen alles. Ich weiß wahrscheinlich über die Story und sowas nahezu gar nichts. Aber hast du es nicht einmal so richtig gespielt, ja, ja, wie man das so. Doch, also so mein First Playthrough, 80 Stunden, den habe ich schon hinter mir. Okay. Genau, das habe ich mir mit der PS4 direkt zusammen gekauft, das Spiel. Also, was du sagst, ist, beim ersten Playthrough kann man gar nicht alles wissen. Was? Das ist ja aber interessant, dass das mal ein Bloodborne-Spieler sagt. Ja. Dachte, wir haben das nur alles immer verpasst und schlecht interpretiert. Nee, also gerade die Sachen von From Software sind auch echt schwer zu interpretieren teilweise. Ja. Die haben. Aber es ist ja auch Teil des Reizes, ja, muss man ja auch sagen. So. Dieser kleine Käfer immer, ey. Das ist jetzt auch wieder klar. So aufgeregt ist. Nee, das hat. Ja, das ist gut. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und durch die. Oh, ey. Ist übrigens auch schneller, wenn man auf dem Boden ankommt, kann man ja Kreis die ganze Zeit drücken, um sich abzurollen auf dem Boden. Wenn man an Gegner sich lockt an den Gegner und dann Kreis drückt, dann dasht man quasi direkt vorwärts auf dem Boden. Das ist ein kleines bisschen schneller als zu rollen. Kleiner Boost wie bei Mario Kart. Genau. Boah, du machst mich wahnsinnig, dass du mit so wenig Energie da die ganze Zeit rumrennst. Aber das muss wohl sein. Ganz das ist mein Herz, das. Ja. Es ist nichts für mein kleines Herz. Gibt's eigentlich Speedrun-E-Sport? Tatsächlich fängt nächste oder übernächste Woche ein Bloodborne-Turnier an, wo Leute gegeneinander Bloodborne-Speedrun. Geil. Warum übertragen wir sowas nicht? Wir, ich mein, dieses geile Format. Wir wollen schon lange einen Speedrun da machen. Wir können es ja Reset nennen. Und dann voll bei dir. Machen wir das, da kommen wir so. Ey, Nils, das ist sehr gut. Ich Preisgeld aus meiner persönlichen Tasche. Ist geil, weil ich kenne Gesellschafter von Rocket Beans. Wenn wir mit denen reden, kriegen wir sicherlich eine Genehmigung. Ja, ich bin dabei. Nee, aber wir wollen es schon lange machen. Das ist echt irgendwie nur ein Problem, weil es halt so aufwendig ist. Aber wir würden so gerne Marathon machen mit richtigen Versus Runs ohne Ende und wirklich für 48 Stunden. Ja. Also irgendwann machen wir es auch. Irgendwann vielleicht dieses nächstes Jahr. Ja, gerade die Races sind halt das, was extrem Spaß macht. Also wir haben halt auch einen Community-Discord für alle Souls-Teile und Bloodborne. Und wenn da jemand ein Race machen will, sagt er hier, Bloodborne-Runner, wer hat Bock? Und dann setzt man sich zusammen mit Voice-Chat und rennt halt einfach mit 50 Leuten oder so. Gute Idee. Wir nennen das
die Speedrun-Olympiade. Pass auf, wir machen 5 Disziplinen. Ihr müsst euch selbst zusammenfinden, 5 verschiedene Titel. Wer was spielt, ist euch überlassen. Und erst wenn Titel 1 durch ist, wie beim Staffellauf, darf man mit Titel 2 anfangen. Oh, und wer als erstes alle Titel durch hat. Das haben wir, wir machen nicht meine Idee. Das ist unsere Idee. Ja, du kannst jetzt nicht einfach sagen, das geht schon. Also wir machen jedes Jahr im November immer für Save the Children einen Charity-Marathon, wo alle sich bewerben können. Das geht ein ganzes Wochenende, das ist online, ein Online-Marathon. Und am Ende des Marathons gibt es den All Souls Relay Race. Wo Demon's Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 und Bloodborne als Staffellauf eben entsprechend gemacht wird. Ja. Das ist echt nice. Ja, über sowas müssen wir echt mal nachdenken. Wir möchten auf jeden Fall die Instanz für Speedruns werden. Ja, die Speedrun-Instanz. Ja, finde ich gut. Mann, das würde jetzt auf jeden Fall Sia und Gregor auch gut gefallen. Ich glaube, die haben da auch Spaß bei. Auch große Bloodborne-Fans. Mhm. Grüße übrigens an der Stelle. Wir organisieren das immer hier und wir setzen uns dann immer nur ins gemachte Nest. Aha. Was war jetzt nochmal, warum war das nochmal so eine Schattenwelt? Warum war das so ein Upside-Down von dieser Ecke hier, von dem Traum? Willst du eine ehrliche Antwort? Du weißt es nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, ich dachte, vielleicht weiß es sogar Nils noch oder so. Also ich überlege gerade nochmal, das war ja dieses. Da, ich sehe ihn schon wieder nicht hauen. Nee, doch nicht. Der, ich weiß nicht warum, aber der kann einfach nicht. Okay. Wenn man das genauso macht, dann will er nicht. Nur der Hund hier, der ist der Einzige, der uns so töten kann. Alter. Hunde. Jetzt haben wir wenn du hier Zeit hast, isst du die schnell. Genau. Mit den Ladder Warp jetzt. Ladder Warp ist auch super einfach nachzumachen, also kann jeder auch zu Hause machen. Bist du dir immer 100% sicher, dass das geklappt hat? Oder? Ja, man stellt sich extra seitlich zu Leiter, damit man so davor slidet. Und wenn man davor slidet, weiß man, dass es funktioniert. Ah, okay. Ansonsten hätte man keinen Indikator dafür. Mhm. Das ist der einzige optische oder visuelle Indikator dafür, dass es geklappt hat. Sonst wärst du irgendwann, denkst, dass es geklappt und dann... Ja. So, jetzt ist die Dame wieder dran. Mhm. Sind wir gleich schon wieder bei Paul. Schneller. Heißt der eigentlich im Englischen NTSC? Was? Paul. Ja, doch, ja, ich hab's wahrscheinlich jetzt beim zweiten Mal wieder verstanden. Ja? Das ist ein Gag für die Techniker unter uns. Ja. Ne? Für die Videospezialisten. Ich dachte, wir sind hier. Für die, die bei ihrer Mutter immer den Videorekorder anschließen müssen. Aber es ist so geil, ne? Man hätte es so aus Versehen, stell mal vor, einer von uns hätte aus Versehen so gekämpft. Aber du hast zum Beispiel, einmal hast du ja, als wir am Ende dann diesen Pizzaschneider hatten, da hast du das ja im Prinzip ähnlich gemacht. Ja, aber erst ganz am Ende, ja. Genau, aber gemacht. Da hast du halt auch, da bist du einfach mit diesem Ding rein und es war einfach, selber nichts mehr gemacht. Pizzaschneider ist gut, das ist eine gute Waffe. Generell haben die, das DLC ist eigentlich das, was Bloodborne ausmacht. Also jeder, der auch Bloodborne hat und noch nicht das DLC gespielt hat, sollte unbedingt das DLC spielen. Mhm. Das ist auf jeden Fall wert. Das ist meiner Meinung nach das beste DLC, das From Software gemacht hat bis jetzt. Wer weiß, was mit Sekiro passiert. Also man merkt überhaupt nicht, dass es ein DLC ist in dem Sinn. Es ist halt einfach ein mega geiler Teil des Spiels und groß und toll. Und hat halt auch die besten Soundtracks bisher, die besten Bosse bisher. Also alleine Ludwig und Orphan, die beiden. Alter, ey. Oh ja, Mann, ey. Orphan. Da waren wir wirklich very offen. Ja, der muss wirklich, der gehört dazu, zu einem Bloodborne-Run. Ja. Ne? Das halt ich kann es mir nicht ohne ihn vorstellen. Ist irgendwie. Halt im Speedrun ein bisschen lächerlich, aber werdet ihr dann sehen. Ja, okay, da bin ich am meisten jetzt gespielt. Wenn du das gesagt hast, bin ich echt gespannt, was da... Ja, weil für Orphan wurde tatsächlich keine... der Boss wurde so konzipiert, dass sie davon ausgegangen sind, dass man ihn nie in der ersten Phase schafft. Ah, okay. Ich kann's... Du haust so schnell, dass der nie in eine weitere Phase kommt, ne? Genau, es gibt eine zweite Phase damit und da sieht man auch noch was Lustiges, weil die tatsächlich halt auch nicht so weit gecodet haben. Aha, okay. Das ist ja lustig. Bin ich gespannt. Da gibt es sogar ein paar lustige Sachen. Die müssten es doch mittlerweile besser wissen, oder eigentlich? Ja, aber irgendwie auch nicht. Vielleicht lassen sie es auch extra drin, weil sie den Speedrunner irgendwie einen Gefallen tun wollen oder den Community einen Gefallen tun wollen. Weißt du was? Ich fänd's mega geil.
wenn die einfach nochmal 10.000 Euro investieren, um den alten Programmierer zurückzuholen, der den Code gemacht hat. Und dann, ohne euch irgendwas zu sagen, kommt so ein Mini-Update. Ihr merkt das gar nicht. PlayStation, bevor die gebootet ist, ist das Update schon da oder so. Ja, aber selbst das umgehen wir. Also jetzt gerade gestern kam ein Patch für Sekiro raus. Speedrunner runnt halt einfach mit dem alten Patch. Ja, euch kann man nix. Ja, okay. Da gibt's dann natürlich wieder die Kategorien Current Patch, ja, das wo man dann entsprechend dann. Aber die haben jetzt mit dem letzten Patch das ganz schön wieder alles kaputt gemacht. Ja? Sekiro? Also Sekiro ist jetzt ein also Kämpfen, ein Tauziehen. So. Ja, die Bugs, die jetzt da waren, wurden jetzt doch schon ganz schön groß gefixt. Der größte Bug, der noch da ist, ist auch nach dem Patch noch da. Der wird wahrscheinlich auch nicht so schnell weggehen, weil das hat was mit Wasser zu tun und Wasser ist in dem Spiel ein bisschen oft da. Deswegen, also die einzige Lösung wäre, das Wasser komplett wegzumachen. Ja, sowas werden wir nicht machen. Weil da gibt es halt das sogenannte Air-Swimming. Dass wenn man out of bounds ist und dann in einem Wasser ist und tauchen kann, kann man komplett über die ganze Map tauchen. Ja, okay, ich kann es mir direkt vorstellen. Geil. Nice. Das und mache ich direkt nächstes Mal. Weißt du nicht mal, wie man taucht? Sind wir vier. Ich verfolge. Ja, Gems. Tauschst du die Gems auch nochmal aus? Oder? Ja. Ups. Das sind so die Anfangs-Gems. Das eine Gem ist, dass wir bei voller HP mehr Schaden machen. Und das zweite, das gelbe, ist, dass wir gegen Beasts mehr Schaden machen. Das tauschen wir später dann aber noch aus gegen deutlich bessere prozentual basierte Gems, die dann irgendwie, ich glaube, 7,8% irgendwie mehr Schaden gegen Beasts machen. Das Lustige ist halt, Gems stacken halt miteinander. Das heißt, wenn ich 2 7% habe, ist es nicht pro Einhit irgendwie 7%, sondern es sind wirklich dann 7+7+7. Bei vielen Spielen stacken eben entsprechend die Gems nicht, aber bei Bloodborne ist das der Fall. So, hoffen wir mal, dass es diesmal besser geht. Sag mal. Das ist schon mal eine gute Attacke. Sehr gut, da freut man sich, wenn er mit der ersten Attacke einen Platz macht, ne? Ja, also der kann auch, der kann dann auch greifen oder er kann auch so eine Attacke machen, wo du erstmal so paralysiert bist. Das kostet halt unmenschlich viel Zeit. Also, da regt sich jeder drüber auf. Und wenn du halt richtig Pech hast, machst du das halt 2-3 Mal hintereinander und dann möchtest du am liebsten einen neuen Controller kaufen. So. Ja. So, jetzt sind wir an dem Punkt. Ich glaube, gefühlt waren wir jetzt schneller. Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast auf jeden Fall einige Minuten gespart. Ja. Und vor allen Dingen, du wirkst auf mich jetzt einfach sicherer. Ne? Du bist jetzt nicht frustriert oder so, dass es nicht geklappt hat. Sondern jetzt mach's jetzt einfach. Ne? Ja. Ich meine, der Witz ist. Ja, okay, du meintest ja, er ist jetzt ein bisschen schwerer danach. Die Bosse sind vielleicht leichter, aber das geht ja immer weiter, weißt du? Für uns ist das jetzt so wie komm, ich schaff's das jetzt nochmal. Selbst danach geht's ja einfach weiter so weiter. Und weiter und weiter. Okay. So we meet again. Ja, das ist schon besser. Meine. Ah, zwei Hits verpasst. Ja, stimmt. Gut. Das war's schon. Ja. Ne, so kann es nämlich auch gehen. Genau, das ist nämlich genau das krasse Gegenstück dazu. Oh, ja, aber Respekt, 19 Minuten, da bist du, glaube ich, zufrieden mit, oder? Ja, auf jeden Fall. Ist eine gute Zeit. Ja. Ich stelle mir manchmal vor, so wenn wir das jetzt bei uns in unserem Spiel aus dem Nichts heraus einer von uns den Boss so gelegt hätte. Wir wären der King. Derjenige wäre der absolute Legende gewesen. So, jetzt haben wir eben Zugriff auf Wallpaper. Das hätte eh keiner geglaubt. Das hätte dann einfach geheißen, die haben sich einen Speedrunner angeguckt. Ja, ja. Du kannst nicht gewinnen. So. Ja, und jetzt fängt eben so eine Phase im Runner das Midgame oder fast das Midgame, was extremst schnell in die Hose gehen kann. Also das Midgame ist wirklich so das Schlimmste am ganzen Run. Du hast jetzt Shadows, danach hast du Rom, One Reborn und Mikolaj. Das sind so die vier. Das ist so, gegen die mag keiner im Run großartig machen, weil das ist so wirklich der einzige Part, der wirklich so extremst RNG ist. RNG heißt Random. Random Number Generator heißt im Endeffekt, also im Endeffekt, jeder Boss hat ja eine bestimmte Anzahl an Attacken, die er ausführen kann. Und das RNG, den Number Generator, legt dann quasi fest, welche Attacke er ausführt. Verstehe, ja.
So, dass es uns gibt, den kann jeder machen. Der ist ganz simpel, das ist der einfachste Jump im ganzen Spiel. Dadurch skippst du den kompletten Weg, in diese Village zu kommen. Ach, was. Ja, aber immerhin läufst du. Wenn das bei Subnautica passiert, dass der die Textur nicht lädt, dann gehst du einfach, glitschst du einfach weg und bist für immer tot. Oh. Das passiert, wenn du zu schnell dich in ein neues Gebiet vorbewegst, kann es sein, dass du einfach dein Spiel crasht. Ja, hier in fand ich gut, dass der zumindest dann trotzdem noch auf der unsichtbaren Textur lief. In Bloodborne wird die Welt geladen, die Texturen haben halt manchmal, liegen halt manchmal ein bisschen hinterher. Die Welt ist aber immer komplett geladen. Ja, hier ist auch ein bisschen. Ach, die wieder. Ja, die Schlangis. Gehört einfach an allem vorbei. Das ist jetzt im Endeffekt einfach wirklich nur eine Shopping-Tour, wo wir jetzt komplett durchlaufen und uns nur Upgrade-Material holen für später. Verläufst du dich immer noch? Also kann es sein, dass du... Nee. Nein, ich dachte so, hier, guck doch mal, es könnte doch sein. Uns nicht vorstellbar, dass man sich da nicht verlaufen. Alter, haben wir uns da verlaufen. Ja. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo wir sind. Jeder. Das ist, so Ziel und Zweck. From Software hat in jedem Titel immer so eine Area, die so ein bisschen so mit Poison zu tun hat. Und das ist immer so die Area, wo man sich gerne mal verläuft. Das ist in Dark Souls 1, ist das Blight Town. Mm. Oh ja. Demon's Souls hatte auch diesen Sumpf unten, genau. Ja. Gott, der Memory, Memories. Das war eine schöne Zeit. Ich hoffe ja tatsächlich, dass irgendwann Demon's Souls Remaster rauskommt. Das wäre ja. Es wäre, also finde ich gut, weil das wäre ja schon ein Sprung. Technisch. Ah, die Schweinis. Weißt du, das erste Schwein, Simon? Unser erstes gemeinsames Schwein. So alle gemacht. So, Shadows ist jetzt tatsächlich, weil man hat nicht nur RNG von einem Boss, sondern halt RNG von drei gleichzeitig. Oh Mann, das ist halt jetzt echt das könnte ein Problem werden. Okay. Brauchst du mehr Lautstärke oder so? Nö, das ist jetzt erstmal okay. Gut, wir sind ruhig, ne? Konzentrier dich mal ruhig. Mhm. Weil die erste Phase vorbei ist, ist eigentlich alles in Ordnung. Gut. Jetzt kommt die innere Schlange raus. Das ist nicht so gut. Oh, Felsenrand. Okay, und jetzt den dritten haben wir einen AI-Loop. Wenn du ihn einmal triffst, geht er immer nach rechts. Ach echt? Gut. Sehr lustig. Außer da. Ja, aber einmal. Jetzt hast du ihn. Genau. Jawohl. So. Nice. Boah, da leidet man mit, aber freut sich auch. So, es geht natürlich gleich weiter. Ja. Direkt danach kommt Rom. Ist auch so ein Boss, der eigentlich unscheinheilig aussieht, aber die kleinen Spinnen drumherum extremst nervig sind. Ach, das war der Mega-Made da. Genau, so. Normalerweise müsste man jetzt da eben in das Lunarium rein und den Schlüssel holen alles. Ja, genau. Jetzt haben aber Leute rausgefunden, dass dieser Schwanz von dem Centipede, der da vorne gleich ist, eine Hitbox hat. Das heißt, man kann von dem abspringen und dadurch höher springen. Das heißt, wir versuchen jetzt über diesen Schwanz, über die Mauer zu springen und direkt im Wasser zu landen. Ja, okay, das hat funktioniert, aber wir können einfach einen Cutout machen und dann natürlich wie bei den anderen auch, der Boss de-aggrot wieder und steht dann einfach da und weil du hinter ihm stehst, merkt er gar nicht, dass du da bist. Das heißt, du kannst jetzt die ganze Zeit versuchen, solange du nicht direkt auf dem Schwanz landest, kannst du das so oft versuchen, wie du möchtest und musst deswegen eben nicht rein. Aber es hätte auch beim ersten Mal klappen können. Ja. Aber das ist ja quasi ja auch schon jetzt irgendwie... Halbe Minute, die du dadurch verloren hast. Ja, und fängt halt hier an zu sprinten. Sobald der Schwanz in deine Richtung zeigt, springst du hoch und versuchst halt drüber zu kommen. Na? Ja, mach mal. Yes. Krass. So, der Weltrekord macht tatsächlich die kleinen Spinnen gar nicht. Der geht direkt auf Rom los, ignoriert die komplett, was extremst riskant ist. Wir haben da weniger Lust drauf. Wir kümmern uns tatsächlich um die Spinnen. Den habe ich sehr gerne gemacht. Also, das war ein schöner Boss. Du hast den gelegt, aber ich habe auch gerne gekämpft. Der hat Spaß gemacht. Ja. Ja, also im normalen Kampf schon. So, wenn es auf Zeit geht, vielleicht nicht. Aber. Ja. Ach, das ist jetzt schon wieder extrem schlecht. Ja. Oh, es fällt mir wirklich schwer, da einfach hinzugucken bei all diesen Spinnen und so, aber gut, also Spinnen sein.
Ja, schon, ja. Aber so, hier ist es schon wieder zu verdreht alles. ROM tatsächlich ist auch eine Set-Execution. Wir wollen, dass er teleportet und holen ihn dann aus der Teleportation raus mit jetzt. Dem Charge Start 2. Ja, das hast und du einmal ihn, gemacht. Und wir bringen ihn damit direkt in die dritte Phase und wir wissen, wo ROM spawnt in der dritten Phase, nämlich vom Mondlicht 90 Grad nach links. Okay. Und jetzt spawnen hier gleich links die Spinnen und hier spawnen dann gleich ROM. Jetzt ist er ziemlich weit weg, das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Weg. Ah, man, das schaffst du nicht, ne? Schade. So, ja, lieber sicher. Ah. Oh, ja, ja. So, jetzt gehen wir nach links zu den Spinnen, weil da werden wir direkt teleportiert, wenn alles gut läuft. Ja, wunderbar. Krass. Hammer. Das hattest du nämlich einmal aus Versehen auch gemacht, dass du seinen Teleporten unterbrochen hattest. Ich kann mich erinnern, dass wir darüber gesprochen haben, ja, als es dann passiert ist. Es geht tatsächlich auch leichter als gedacht. Also man muss eine bestimmte Anzahl an Schaden machen, während er teleportiert, damit er eben aus dieser Animation rauskommt. Kann man aber nur einmal machen. Danach geht das nicht mehr. Ah, das war's. Ich glaube deswegen, ne? Wir haben damit auch versucht. So, jetzt sind wir eben in Jagul, wo normalerweise Pal ist. Den haben wir ja schon gelegt. Deswegen müssen wir jetzt nur noch, in Anführungszeichen, One Reborn töten. Vorher brauchen wir aber den Upper Cathedral Vault Key, den wir später brauchen, um eben zu Emissarion Evradus zu kommen. Das sind noch zwei Bosse im Main Game sind. Das sind dann die letzten beiden Bosse, bevor wir ins DLC gehen. Das ist jetzt auch eher... bisschen Sicherheitsmaßnahmen, ein bisschen mehr Boldpaper. So, die netten Damen, die hier überall sind, können Probleme bereiten, weil nachdem man den Schlüssel einsammelt, möchte man direkt rauswarpen. Wenn ein so eine Dame ein richtiger Fan von einem ist, dann rennt die einem hinterher bis zu dem Warp. Und dann hat man ein großes Problem. Aber ich glaube, das passt alles, ja. Gut. Und jetzt kommt wieder was From Software überhaupt nicht kann. Nämlich Wände richtig ziehen. Können die nicht. Es gibt nämlich einen Zaun hier, der keine Collision hat, wenn du besonders zu dem Zaun stehst. Und das heißt, dadurch können wir einfach durch den Zaun durch mit einer bestimmten Attacke und dann einfach komplett nach unten. Aber ohne das hättet ihr keinen Job sozusagen. Das ist richtig. Seid froh, dass die nicht so gut sind. Ah, okay, das klappt nicht. Deswegen müssen wir die jetzt erstmal hier töten, damit wir unsere Ruhe haben. Ich möchte auch in Ruhe unsere Skips hier machen. Okay. Genau. Ha! Geil. Das ist ja fast, als wäre es so gedacht. Ne? Ja, auch dass das alles da so liegt, das habe ich mir damals auch gedacht. So irgendwie ein dummer Zufall. Also hier kann man durch den Gegner durch dieses Item aufnehmen. Ja, das sind die sogenannten Nito-Coffins. Weil ich weiß nicht, wer Dark Souls 1 gespielt hat, kennt Nito. Das ist ja auch so ein Boss, der nur aus Totenköpfen besteht. Deswegen nennen wir die alle Nito-Coffins. Aber die umgehen wir auch komplett. Ein bisschen träge. Wir sammeln die ganze Zeit kontinuierlich immer Madman's Knowledge ein. Die Route früher hieß 60 Inside Route. Und zwar mit diesem Madman's Knowledge kriegt man ja mehr Insight, wenn man die benutzt. Und wir benutzen das später, um uns einen Blood Rock zu kaufen und quasi unsere Waffe auf plus 10 zu upgraden. Man kann auch welche in der Welt aufsammeln, aber das dauert zu lange. Deswegen haben wir uns gesagt, wir sammeln einfach diese Madmans auf, die auf dem Weg liegen. Und kommen dann insgesamt auf über 60 und können einen Bloodrock entsprechend kaufen. So. Wieso haben sie hier nicht getroffen werden? So, One Reborn jetzt als nächstes. Das ist wirklich so ein Boss, den mag ich persönlich halt überhaupt nicht. Entweder hat man echt Glück oder man hat sofort komplettes Glück. Das ist der, wo man oben erstmal diese Hexen da wegmachen muss. Sollte, ja. Ja. Ich erinnere mich auch daran. Den haben wir recht schnell gemacht, den hast du gemacht. Sobald die da oben weg sind, ist das auch in Ordnung, aber es dauert halt alles zu lang. Ja. Da weiß man gar nicht mehr, wo oben und unten ist bei dem Ding, dem Typ, ne? Da kommt schon der erste Feuerball, das ist schon extrem schlecht. Okay, das ging noch. Ja, stimmt, wir haben die erst alle einzeln. Ja, dann war das eigentlich easy, ne? Ja, genau. Dann kam er auch hoch und man konnte von oben so runter. Du hast dich runtergedroppt dann, ja. Das ist jetzt überhaupt nicht gut. Nimm dir Zeit. Ja, genau. Wir sind nicht da. Ah, Sturm. Da hat er dich schon. Ja. Das ist halt das Problem. Also wenn der es ist auch eine bestimmte Anzahl an Stagger, die man machen muss, damit der Bossfight richtig läuft im Speedrun. Und eben diese Feuerbälle, wenn die kommen, die unterbrechen einem genau in diesen Attacken. Und das ist, was den Boss so schrecklich macht. Weil man kann die Feuerbälle halt überhaupt nicht voraussehen. Das ist,
Würde es Sinn machen, die ergeben, die vorher dann zu erledigen? Also, oder spart man damit, also kostet es einen einfach das kostet Zeit. Extrem viel ja? Zeit. Achso, ja stimmt, du musst einmal links hoch. Genau, und einmal, ja. Das ist natürlich, also wenn du dann am Ende wirklich eine gute Speedrun-Zeit haben willst oder so, dann ist das, was, ja. muss halt alles perfekt sein. Wenn du halt weißt, dass du vorher stirbst, dann macht es am Ende wahrscheinlich Sinn, aber dann hast du ja halt keinen perfekten Run mehr. Genau. Jetzt darf ich halt hier auf dem Weg nicht mehr sterben, weil sonst sind die Echos weg und das wäre ein Problem. Das dachte ich mir auch gerade eben. Dass du ja auch gleich die Echos nochmal einsammeln musst, weil es ist ja alles auf Kante genäht. Du kannst ja nichts verschwenden. Ja, ich muss jetzt einfach hoffen, dass er ein bisschen netter ist. Ich muss doch einmal healen. Das wird schon werden. Ja. Das ist echt ein weiter Weg bis zu dem Boss. Da sind wir auch immer ganz schön rumgeirrt. Da gab es ja noch oben diese Stege da oben oder was ist da? Das ist ein großes Areal, ja. Mhm. Gleichzeitig geht es so hinten nochmal runter. Mhm. Nur einmal staggern und dann ist an sich alles kein Problem. Ja. Ja, das sieht gut aus. Werfen, Feuerball, gut. Sehr gut gemacht. Oh. So, und jetzt geht er wieder hoch. Ah, Feuerball. Auch kein Problem ist. Jetzt können wir einfach das Beinchen hier angreifen. Ja, komm. Nein, Feuerball. Oh. Ja. Perfekt. Oh, man leidet mehr. Oh. Der war nochmal schlimmer. So, die Echos haben wir auch wieder. Und wir nehmen noch hier die Kin Cold Blood auch noch. Das wären halt jetzt direkt 100.000 Echos weg. Mhm. Das wäre krass. Und das ist jetzt direkt kurz vorm Level. Also jetzt direkt hier vor Mikolas leveln wir halt auch einmal. Also das wäre fatal gewesen. Aber gut, bis bei 33 Minuten. Ist das so? Ja, fühlt das sich ist, okay. Ja, ja. Ich glaube, man hat ja immer so ein Gefühl, ne? Ja, die Ingame-Time, beziehungsweise wenn man selber splittet, pausiert man selbstständig immer die Zeit noch, wenn man einen Quitout macht und so. Und da weiß ich, da bin ich bei One Reborn irgendwie, ich glaube, bei so 27 Minuten oder so. Also von daher ist es, 33 Minuten ist in Ordnung. Jetzt willst du zur Lampe quasi, oder was? Genau, erstmal zur Lampe und dann wieder zurück. Warum, also, das frage ich eigentlich alle Speedrunner, aber es ist ja auch, jeder hat vielleicht auch eine andere Motivation und eine andere Antwort. Warum machst du das? Also, einfach, weil es dir liegt, weil es dir Spaß macht, weil du das Spiel so geil findest, weil du die Community so geil findest, es gibt so viele mögliche Antworten. Es ist halt so eine Kombination aus allem. Grundsätzlich bin ich halt ein sehr wettkampforientierter Mensch. Also, ich komme halt auch aus der Competitive-Szene mit Counter-Strike, StarCraft 2 etc., das habe ich früher alles auf einem semi-professionellen Level alles gespielt und habe dann irgendwann angefangen, Dark Souls einfach mal durchzuspielen, aber Jux und Dollerei. Und dann hat ein Kumpel von mir gesagt, ey, guck dir mal den auf Twitch an, der macht da Speedruns davon. Und dann habe ich mir gedacht, kann man ja auch mal probieren, da gibt es ja Leaderboards, gibt es Weltrekorde zu, klar, warum nicht? Und dann rutscht man immer und immer mehr rein und merkt aber dann auch, wie teilweise liebevoll und wie nett auch die Communities der einzelnen Spiele sind. Und es wird dann irgendwann eine riesengroße Familie. Also gerade auf den Events trifft man sich dann zu 30, 40 Leuten und geht dann irgendwie in ein Restaurant essen oder so. Und das ist dann. Das ist schön, weil aus kompetitiv wurde in dem Fall was. Genau. Mit Leuten, ne? Ja, genau, da wurde halt. Community-orientiert ist. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, das muss sein. Sie wird das verstehen. Ja, sie versteht das. Genau, 31, 25. Dann jetzt die Waffe noch auf plus 8. Da war gerade so eine Motion Gesture. Ich gerade mal einfach mal verbeugt, weil das kann. Also jetzt haben wir noch 7000 übrig, die nehme ich jetzt tatsächlich einfach mal, um mir noch ein paar Vials zu holen. So, Gott sei Dank bin ich jetzt an einem Part gestorben, wo es nicht so schlimm ist, weil ich habe ja jetzt ein Beastblood-Pallet im Endeffekt verloren durch den Tod.
kurz vor Mikolaj ist zum Glück direkt 1. Also kriegen wir das da wieder raus, also kommen wir da wieder auf 0 raus. Das ist ganz wichtig auch. Weil die Route ist halt so konzipiert, dass wir später vor dem DLC genau 63 Insight haben. Mit den 63 Insight können wir uns genau 3 Beastblood Pellets kaufen und eben den Bloodrock. Alles andere, da müssten wir dann aus dem DLC wieder zurückwarpen. Oh, und nochmal looten. Ja, genau. Okay. Das würde alles Zeit kosten. So, Mikolaj, eben auf dem Weg dahin hat man diese tolle Mechanik, die sie eingeführt haben, die sich Frenzy nennt. Das ist oben der Balken, der sich füllt oder jetzt eben nicht mehr füllt. Mhm. Wenn das voll ist, werden 80% oder 70% deines Lebens in Schaden umgewandelt. Allerdings nicht deines aktuellen Lebens, sondern deines Gesamtlebens. Das heißt, auch wenn du die Hälfte nur noch hast. Auch stellen. Das heißt, wenn du nur die Hälfte hast, bist du halt einfach tot, weil 80% von deinem Gesamtleben einfach abgezogen wird. Ja, das erklärt, glaube ich, warum uns das manchmal passiert ist. Ja. Und da kannst du einen nämlich vorwarnen, bitte. Das sind wir durchgerascht. Oh, meine Augen. Ja. Da sind wir auch nicht mehr zurückgegangen an die Stelle. Oh, das ist EDF all over again. Das sind, glaube ich, heute aber tatsächlich auch die letzten Spinnen. Ich glaube, es kommt nicht mehr. Geht gut so. Das höre ich gerne, dass es die letzten Spinnen des Tages sind. So. Mhm. Beastblood Pellet war hier. So, jetzt brauchen wir noch was, das nennt sich Blue Elixir. Bloodborne hat ja keine Spells in dem Sinne, wie es Dark Souls hatte oder Dark Souls 3 oder 2 hat. Stattdessen gibt es eben Items, die das repräsentieren, zum Beispiel Blue Elixir ist Hidden Body. Der Charakter wird durchsichtig, dadurch wird die Range, in der Gegner dich merken, deutlich geringer. Das heißt, sie reagieren später auf dich, was wir auch oftmals brauchen werden. Gerade beim Vorbeirennen. Genau, genau. Das ist eben wichtig. So, Mikolaj. Mikolaj macht, was er will, leider. grundsätzlich kann er. Es ist halt ist ein Puzzle-Boss. Das ist was From Software sehr gut kann, diese Puzzle-Bosse. Man muss das Rätsel lösen, um zum Bossfight zu kommen. Hier ist es im Endeffekt, eine bestimmte Route im Labyrinth zu folgen. Warum hast du jetzt den Aufzug nach oben geschickt? Falls ich sterbe, das ist der Aufzug, durch wieder zurückkomme. Und jetzt hoffen wir mal, also es gibt 3 Möglichkeiten, die er jetzt am Anfang machen kann. Entweder geht direkt nach rechts, das wäre das Beste. Entweder geht nach oben und wieder nach unten. Oder er geht nach oben und nach rechts. Und er geht nach oben und was macht er jetzt? Er geht nach rechts. Das ist ja schlecht, das dauert am längsten, weil jetzt muss ich ihn einmal nach unten bringen. Dreh wieder um. Und bringe ihn jetzt in den Raum hier rein. Und normalerweise kämpft man hier in dem Raum. Mhm. Sobald er dich aber einmal gesehen hat, verfolgt er dich. Wir wollen nicht gegen die Puppen kämpfen, das heißt, wir holen ihn einmal hier raus. Hoffen wir mal, dass der nicht anfängt zu laufen. Ne, das sieht gut aus. So, das war noch ein kleiner Moment. Jetzt haben wir den hier. Jetzt können wir einfach gegen den hier kämpfen, ohne dass irgendwas passiert. 4 Hits, eine Attacke. 1, 2, 3, 4, 5. Am Ende noch Charge Shot 2. Dann ist die erste Frage vorbei. Ja, ich weiß es noch. Majestic! Das hören alle Leute gerne, keine Ahnung warum. Kann ich übrigens sehr empfehlen, auf Spanisch ist Mikolaj sehr, sehr lustig. Ja? Ja. Manchmal, wenn einem langweilig ist, dann von Run zu Run ändert man einfach mal die Sprache. Gascoigne in Französisch ist auch sehr. Oh, das ist wie Gascoigne. Weil er über Blut redet, das ist ja auch so. Ja. So, zweite Phase von Mikolaj ist im Endeffekt das gleiche Prinzip. Man hat 2 Möglichkeiten, wo er hinlaufen kann. Nur hier haben wir jetzt. Auch hier möchten wir wieder, dass er nicht in dem eigentlichen Bossraum kämpft. Ist jetzt weg? Nee. Und zwar möchten wir ihn daran hindern, in den Bossraum zu kommen. Und das können wir mit einem Plunge Attack von hier oben. Ah. Los. Nee, das wird nicht gut. Jetzt schießen wir ein paar Mal, damit er sich umdreht zu uns. Wenn man 3-mal getroffen hat, dreht er sich wieder um. Lustigerweise. Okay. Frag mich nicht warum, aber sagt er einfach. Hoffe ich, dass ich nicht sterbe. Was ist das? Noch ein Püppchen hier. Oh, das ist nicht gut. Okay. Gut, nice. Nicht optimal, aber das ist so das Ding. Also, sicher. Das ist genau das Problem bei Mikolaj. Wenn diese Sachen zum Beispiel nicht passieren und die Puppets dann noch mit dabei sind, das ist so ein Durcheinander, weil die Kamera auch im engsten Raum extrem schlecht agiert. Mhm. Irgendwann weißt du nicht mehr, wo du bist und dann geht es ganz schnell da alles daneben. Aber das hat gut funktioniert. So, die Lampe brauchen wir. Wir holen uns jetzt eins der stärksten Gems in dem Spiel.
Lustigerweise weiß ich noch nicht mal, wie viel Prozent Schaden das sind. Aber es ist einfach das Stärkste. das kriegen wir von den wunderbaren... Ich nenne sie Winter Lantern Ladies. Die haben auch einen bestimmten anderen Namen, aber... Das ist zum Beispiel das, wo Leute sagen, ja, es ist ja voll langsam, warum machst du das überhaupt? Weil hier muss ich eigentlich gar nicht lang. Aber es rentiert sich halt einfach. Durch diesen Jam dann am Ende. Genau, dadurch, du machst so viel mehr Schaden dadurch. Mhm. Ah, die. So, jetzt kriegen wir halt Frenzy, das ist jetzt gleich mein HP gleich wieder weg. Puff. Ja, jetzt sieht man einmal den Effekt. Mhm. Ja, das ist krass. Jetzt das ist ich bin jetzt einmal voll und warp dann zurück. Aber das ist jetzt nicht gut. Ich glaube, das Schöne an der Mechanik ist, dass sie sogar durch einen Loading-Screen agiert. Das heißt, wenn ich ja. Ah! Unfair! Halt Loading-Screen teilweise Damage. weil die haben sich gedacht, Frenzy ist nicht gut genug. Machen wir es auch noch durch den Loading-Screen. Du entkommst nicht. Ja. Ja. Ja, gut, aber du hast ja damit gerechnet. Ey, da, die Ecke, ne? Was, wenn du das stirbst? Der Schweinerun! Wenn ich das stirb, solange ich das Gem aufsammle, ist alles okay. Die 50.000 Ecken. Im Ladescreen meine ich. Achso, nee, da kannst du nicht sterben. Ja, doch, du. Ja, aber dann bist ja, okay, du stirbst dann nach dem Ladescreen und spawnst dann direkt wieder da, wo du gestorben bist. Das heißt, deine Echos liegen direkt vor dir. Ja, okay. Immerhin. Ja. Der Schweinerun Nils, wie oft den haben wir am häufigsten? Nehmen wir auch 8.000 bis 9.000 Mal gemacht. Ja, dafür nehmen wir halt dieses Blue Elixir, dass wir halt einfach sehr spät geaggelt werden, weil hier ist auch noch ein Gem. Das haben wir, glaube ich, noch nie benutzt, oder? Das haben wir nie so. Ich glaube, einmal beim Boss haben wir es ausprobiert. Dann hat es nicht richtig funktioniert. Ja, nicht so, wie wir das wollten, ja. Und bei einem Boss macht es auch relativ wenig Sinn. Ich finde, gerade da finde ich eigentlich, ist es das Beste. Also, ich meine, sollte man denken. Also von der Logik. Von der Logik her denkst du, ja, natürlich. Ja. Wir haben nämlich gedacht, wir können uns dann irgendwie von hinten an den Rand schleichen oder so. Aber in Sekiro geht das. Ja, in Sekiro geht das. Die haben schon, aus der Kritik gelernt. Ja. So, jetzt Wet Nurse. Auch ein Kampf, der relativ schnell sehr bescheiden werden kann. Weil Wet Nurse so eine Phase hat, wo sie alles verdunkelt und Klone von sich spawnen. Mhm. Die kann man canceln mit einem bestimmten Button-Inputs. Klappt aber auch nicht immer, beziehungsweise kommt es sehr, sehr, sehr genau. Grundsätzlich versucht man einfach während des gesamten Kampfs hinter ihr zu bleiben. Ja, ich bin in der Dunkelphase immer weggelaufen. Ja, genau, wenn man gegen den Uhrzeigersinn rennt, kann man nie getroffen werden. Ja, das sind aber. Haben wir dann zufällig richtig gemacht, vielleicht. Ja. Na, man geht ja auch den Weg des geringsten Widerstandes, ne? Dann genau. Ist das in dem Fall natürlich wieder sofort ausgenutzt. Aber. Was machst du denn jetzt hier? Jetzt hast du aber oben, aber das. Warum? Was fühlt sich da gerade an? Das ist mein Beastmeter. Dadurch, dass das Beastmeter. Ach, das Beastmeter. Genau. Ja, das ist ja richtig. Das willst du ja haben. Genau, das ist High Risk, High Reward. Das heißt, je höher das Beastmeter ist, desto mehr Schaden füge ich den Leuten hinzu, aber desto mehr Schaden kriege ich auch. Ja, oh Mann. Das ist die schlechteste Attacke. Wenn jetzt eine Nightmare Phase kommt, wäre das okay. Da kommt es aber nicht. So eine Position hier, die echt nicht schön ist, aber. Ja, gut. Das war doch gut. Jetzt nutzen wir die noch, damit wir noch ein bisschen mehr Echos kriegen. Warum nicht? Wir haben die Zeit, weil aus irgendeinem Grund dauert es ewig und 3 Jahre, bis dieses Baby aufhört zu schreien. Ja, ich kenne das. Hast du mal, ich wollte gerade sagen, hast du mal ein Kind gehabt? Nee. Es geht noch verdammt schnell. So. Die behalten wir auch noch. Ist deine letzte Upgrade-Runde dann die? Noch nicht, nee. Also, die kommt, ist die zweite erst? 2 hatten wir, eine machen wir noch. Aber du, okay, dann meinst du 3. Genau, die dritte kommt noch, aber die kommt erst ein kleines bisschen später. Ach, später, okay. Guck mal, da bremst jetzt schon. Genau, im Grunde könnten wir das Spiel jetzt hier schon beenden. Wir könnten jetzt hier schon zu German gehen und sagen, ey, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Dann ist das Spiel vorbei. Aber wir haben noch ein paar Bosse vor uns. Lecture Hall zum Beispiel, gibt es einen ganz lustigen Jump, der wird Lecture Hall Skip genannt, weil alle sagen immer als Witz, dass es eigentlich nur Glück ist, ob man den Sprung kriegt oder nicht. Es ist eigentlich sehr viel Positioning, aber es sieht einfach nach viel Glück aus. Weil auch hier wie bei dem Centipede benutzt man ein Objekt, um sich höher zu boosten, und zwar diese Kante hier. Ja, und dann noch den Stab da auf, ja. Um da drüber zu kommen eben, damit man nicht einmal komplett außen rumlaufen muss. Das ist jetzt so ein Skip, den zeige ich aus Prinzip, egal wie lange er dauert. Okay. Naja. Ja. Und sowas ist dann wirklich, das findet man nur, indem Leute eben ihre PS4-Trouble hacken oder gucken,
wo sind da die Wände, wo ist es nicht gut zusammengebaut? Ja, oder manche, weil an jeder Ecke probieren wäre ja verrückt, oder? Genau, also wenn erstmal die Grundmechanik gefunden ist, weiß man, worauf man sich spezialisieren kann. Ah. Das heißt, wenn einer gefunden hat, ah, guck mal, da kann ich mich bei dem Tower höher springen lassen, dafür, ja, dann merkt man so langsam, ah, guck mal, da könnte ich das vielleicht mal versuchen oder so oder da. Und dann sind da relativ schnell mehrere solcher Sprünge gefunden. Ja, man nutzt ja natürlich die Schwarmintelligenz. Und wenn einmal was gefunden wird, probieren natürlich gleich Hunderte es an allen Ecken aus. Ah, das ist toll. So, hier abusen wir jetzt die Tatsache, dass From Software Fallschaden nach Höhe kalkuliert. Hier ist hier ist ein Fahrstuhl, der eigentlich, wenn wir hier runterspringen, uns tötet. Aber unten drunter ist direkt ein kleiner Stein. Weil wir jetzt auf dem kleinen Stein gelandet sind, sind wir genau auf der Höhe, wo wir nicht mehr sterben. Ah. Das heißt, wir fallen jetzt einfach komplett den ganzen Schacht runter und überspringen somit das komplette Nightmare Frontier, was mit einer der schlimmsten Areas ist. Ja, wir haben sie gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, welche. Doch, das weißt du auch noch. Das ist wohl auch wenn ich sie sehen würde, da waren diese Steineschmeißer und so und dann diese ganzen... Unten, ne? Ja, doch. Und alles ist giftig. Alles ist giftig, genau. Ja. Ja, also unten. Gut, ich danke dir auf jeden Fall für das Skippen. Ja, das ist auch so eine Area, auch wenn man All Achievements oder sowas macht, die will einfach keiner sehen, weil die ist einfach... So, Amygdala ist ein Boss, wo viele verzweifeln. Die Community hat sich auch lange hingesetzt und nach der perfekten Strategie gesucht. Und tatsächlich, sie wurde auch gefunden. Die haben wir dann relativ schnell gemacht, die Amygdala, meine ich. Haben wir nicht viele Versuche für gebraucht. Aber es ist natürlich jetzt kein Speedrun-Maßstab. Da geht es ja darum, es möglichst schnell zu machen. Boah, krass, direkt vor dem Kopf gelandet. Direkt, gar nicht. Boah, hier ist schon die Hälfte weg, das gibt's ja nicht. Jedes Mal. Irgendwie, ich weiß gerade gar nicht, was du gemacht hast, um ehrlich zu sein. Was hast du gemacht? Also man macht am Anfang erstmal ein Charge Tattoo auf den Kopf. Das macht zwar noch keinen Schaden, aber staggert eben entsprechend. Und kurz bevor der Kopf runterfällt, fängt man eben an, einfach immer R1, L1, R1, L1 die ganze Zeit zu machen. Aber es ging auch sehr schnell. Also es ist wirklich die Kombination aus den Blutpillen und dem Blitz. Genau. Krass. Boah, die Gems noch oben drauf, das macht einfach unfassbar viel Schaden. Boah. Und jetzt sind wir halt einfach für die Anfangs-Areas komplett overpowered. Das sind ja schneller gemacht als normalen Standardgegner. Ja, halt echt. Ja. Okay, ja gut, dann bin ich mal gespannt. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir halt zurück ins Early Game. Ich habe eine Frage. Mhm. Warum levelst du denn da jetzt nicht auf, um, sage ich mal, einfach auch mehr Schaden zu machen? Ich meine, warum nimmst du diese Seelen, dieses Blut noch mit? Weil jetzt, also es ist egal, wie viel Level ich gerade habe. Cleric Beast stirbt immer in 6 Hits. Egal, ob ich jetzt ein Level abgemacht habe. Wenn du jetzt sterben würdest, wär das ja alles in Gefahr, ne? Die ganzen. Das ist richtig, aber die Area ist jetzt so sanft im Endeffekt in dem Teil, dass man eben. Du kannst dir erlauben. Genau, genau. Und außerdem kriegt man noch die Echos von Cleric Beast noch oben drauf. Was ja auch nochmal ein Level up extra wäre, vielleicht. Ja, gut, klar, dass du so wenig wie möglich dahin gehen willst und upgraden ist klar, aber ich hätte da aus Sicherheitsgründen, würde ich mir das oft schon denken. Aber gut, klar, deswegen Speedrun ist es auch nicht. Die schnellste Variante. Wir reden hier von ein paar Sekunden. Ja, aber wenn du jedes Mal die sichere Variante machst, du hast ja vorhin auch gesagt, wenn du jetzt erstmal oben auf der Zinne die Hexen tötest und so, wenn du das jedes Mal machst, dann summiert sich das und dann bist du halt kein Speedrunner mehr, dann bist du halt Simon Kretschmann. Ja, ich habe das bei Resident Evil gemerkt, als ich plötzlich auf Speichern und auf sowas wie die Schrotflinte verzichtet habe. Mhm. Also essentielle Sachen, die für mich immer dazugehört haben. Wenn drauf verzichtet, das Glas läppert sich enorm. Ja, nur, wie gesagt, ich denke, bei so vielen Seelen, da wird mir einfach die Hände nass, ne? Darauf gucke ich gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ich weiß nur noch, welche Level-Ups ich wann mache und die Echo sieht man dann gar nicht mehr. Also, wenn alles klappt, sind es 3. Den Cleric Beast hab ich gelegt. Nee, sind nicht 3 Hits, schade. Ja. Oh, aber der ist ja auch einfach. Ja. Das ist echt einfach. Naja, den hast du gelegt. Aber wir brauchten ein paar Versuche, das war nicht beim ersten Mal. Ist ja jetzt okay. Das ist halt jetzt so nach Wetness, so der Teil, wo der Run erstmal sich kurz entspannt. Du hast jetzt Cleric Beast, jetzt gibt es so einen kompletten Run-Through, wo man nochmal Sachen einsammelt. Und dann hat man Mystery und Abriettas, die halt auch komplett nicht jetzt die stärksten Bosse sind. Und danach geht's halt dann mit dem DLC, da geht's dann halt richtig los. So, jetzt hoffe ich, können wir. Ja, das passt. 33, 35 ist genau das, was wir brauchen. Was macht nochmal Skill? Skill sind so Sachen wie, wenn ich einen Backstep zum Beispiel mache, mit wie viel Schaden der kalkuliert wird. Mhm. Und die Waffe, auch teilweise, es gibt Waffen, die scalen halt mit Strength, das heißt, es macht auch mehr Base-Schaden einfach dadurch, dass du mehr Skill gelevelt hast. Weil Skill haben wir, glaube ich, recht vernachlässigt immer, oder, Simon? Ja, ich weiß, dass wir uns eigentlich nur auf ein, zwei Sachen konzentriert haben, weil wir unsicher waren. Ja, gut, wir haben das. Der Skill ist halt auch so ein Level, das nimmt man gar nicht wahr. Man denkt sich so, was will man damit anfangen mit Skill irgendwie? Kann man nicht wirklich zuordnen irgendwo hin.
Was will man denn gerade beim Bloodborne? Ja, mit Skill. So, hier, ich probiere einen Jump. Ich vermute, er wird nicht klappen. Der ist relativ neu, der ist fast frame perfect. Was wiederum heißt, dass er genau zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt werden muss. Ansonsten machen wir das ein bisschen anders. Gucken, was hier. Nee. Kann man nämlich out of bounds. Wärst du durch den Baum da, genau, oder was? Genau. Okay. Jetzt machen wir das über den. Okay, ich muss erstmal einen Cutout machen, weil sonst werde ich gleich getötet. Und man kann jetzt über Grabsteine laufen und damit out of bounds springen. Und von da aus dann in diese Cave, die unter dem Woods sind, rein. Das spart halt auch noch mal ein bisschen Zeit und man muss sich nicht mit Hunden rumschlagen. Da sind die drei Riesen da, ne? In der, genau, Cave. Genau. Mhm. Und da müssen wir durch. Und dann gibt es die Leiter, wie man da. Genau, man, wir möchten ja auf die Rückseite von der Klinik, um die einzelnen Sachen einzusammeln. So. Darf ich nicht stecken bleiben? Man kann ganz leicht stecken bleiben, nämlich. Nämlich so zum Beispiel. Das will ich so mal machen. Ja, sie ist richtig so, nein! Ja. Das ist halt echt übel. Also in einem richtig guten Run oder so, wenn man da stecken bleibt, ist vorbei. Fuck. Du verlierst so viel Zeit, dass Run over. Also da musst du wieder hoch. Oh, ey, ist das ärgerlich, ne? Das, ja, vor allem, weil es halt auch so spät schon. Also, ja, ja, klar. Jetzt will keiner mehr noch mal neu anfangen. Genau, ja. Oh, ist das ärgerlich, ey. Wenn man dann. Stell dir vor, du bist auf Weltrekordkurs und dann. Oh, schon oft genug passiert, ja. Ja. Ich musste schlucken, als du gemeint hast, dass deine PB ja auch Monate schon wieder her ist. Und ja. Man, ich meine, dazwischen hast du sicher ein, zwei Mal gespielt. Und das heißt also, sehr, sehr häufig halt schlechter warst als deine PB. Und das ist schon, glaube ich, frustrierend, wenn sich das über Monate auch hinzieht. Ja, auf jeden Fall. Ja, manchmal, das ist halt dadurch, dass es halt eine Slope ist, kriegt man auch den Sprung nicht immer. Ja, ja. Na, nicht den Jump bekommen. Oh. So geht's natürlich auch. Ja, doch. So, und jetzt sind wir halt out of bounds und jetzt müssen wir uns an einem bestimmten schwarzen Punkt an der Wand orientieren. Genau dem da. Da laufen wir runter. Dann kommen wir hier wieder raus. Okay. Lol. An den können wir einfach vorbeirennen, außer an dem hier. Wenn er eine Attacke macht, müssen wir rollen. Genau die macht er. Weil er uns natürlich zeigen will, wie es funktioniert. Wenn man sowas halt rausfindet, indem man quasi das Developer-Kit oder so startet, dann ist es natürlich ein bisschen lame. Aber wenn man sowas rausfindet, zum ersten Mal, und kommt dann da so raus, wie geil muss das sein? Das ist ein sehr gutes Gefühl, vor allen Dingen auch, wenn du in der Theorie weißt, wie ein Skip funktioniert. Es kann auch nur ein einzelner, der simpelste Jump überhaupt sein. Mhm. Und du probierst ihn für Stunden und dann das eine Mal funktioniert er. Das ist wie als würdest du Weltrekord haben, weil du denkst dir so, yes, endlich geschafft. Und du bist vielleicht auch der Erste, der es geschafft hat. Aber wie ist das genau? Wenn du der Erste bist, der jetzt sowas rausfindet und du merkst, es gibt dir einen signifikanten Zeitvorteil, dann in deinem Fall jetzt, du bist irgendwie 4 Minuten hinter deinem Weltrekord und das, würdest du diesen Vorteil direkt teilen oder würdest du es jetzt mal so lange versuchen, bis du den Weltrekord recorded hast? Ja. Eine gute Frage. Da gibt's unterschiedliche Meinungen zu. Also manche sagen dann, ich behalte es erstmal für mich und stream dann auch meine Runs erstmal nicht, sondern nimm die auf und wenn ich einen Run habe, poste ich den aber auf YouTube. Grundsätzlich auch bei uns in der Community, wenn wir was finden, wir wollen natürlich, dass alle dran teilhaben. Also nehmen wir es auf, posten es auf YouTube und teilen dann den Links direkt mit den Leuten, weil vielleicht wird daraus ja noch was Besseres. Vielleicht aus dem kleinen Skip irgendwie auf einmal ein Skip, der Minuten oder vielleicht auch in größeren Runs Stunden saven kann, weiß man ja nicht. Ja, ist sehr verlockend natürlich. Es gibt halt, also ganz, ganz berühmt, berüchtigt dafür sind die chinesischen Speedrunner. Ja. Die kommen halt einfach aus dem Nichts und posten einfach Videos mit irgendwelchen Skips, die vorher so kein Mensch gesehen hat. Und dann denken sich alle, was haben die so lange gemacht? Aber die haben ja auch so richtige Speedrun-Farmen. Wo die dann so mit 40 Leuten irgendwie so. Ja, die haben richtige Speedrunning-Teams auch und sowas. Also es kommt ja langsam in der westlichen Welt auch. Also ich in Amerika zum Beispiel, CLG hat mittlerweile ein Speedrunning-Team und also Sachen, die werden auch richtig gesponsert von denen. Gibt's denn sowas, also wenn man sowas findet und teilt, dass großzügig, dass dieser Glitch nach einem benannt wird? Ja. Also, ja? Gibt's auch, ja. Es gibt auch teilweise Glitches, die dann nach Leuten benannt werden. Meistens werden die Glitches immer nach, oder die Skips nach dem benannt, was sie machen. Also wie zum Beispiel das, was wir gerade gemacht haben, war Cave Skip. Aber es gibt auch teilweise Skips, die heißen dann, weiß ich nicht, Distortion Skip oder was weiß ich, für den jeweiligen Runner, der es gefunden hat. Ja, das finde ich ganz schön, weil dann wird man auch dazu angehalten, das direkt zu teilen, ja, genau. Weil dann geht es auch darum, wer hat es zuerst entdeckt, ja, und nicht nur, wer macht daraus zuerst einen neuen Rekord oder so. So, jetzt haben wir alles aufgesammelt, jetzt müssen wir nur noch Emissary und Abreatus umlegen und dann kommt der spannende Teil. Dann kommt das DLC.
Das ist immer so das, was auch die Viewer am meisten interessiert in einem Run, weil der, das ist halt so dieser Make-or-Break-Point in einem Run, weil das, da geht's halt wirklich teilweise drunter und drüber. Du hast halt gerade, okay, du hast Failures, danach direkt Maria, du hast keine Pause zum Durchatmen oder so. Das ist schon heftig, aber es macht halt auch extrem Spaß. Der Run an sich ist auch für jeden, der irgendwie anfangen möchte mit Bloodborne zu Speedrun, der Run an sich ist super simpel. Also ist jetzt nichts irgendwie groß, wo man irgendwie jetzt die Rocket Science irgendwie lernen muss oder so für. Man muss sich die drei Level-Ups merken. Man muss sich merken, wo man hinlaufen muss. Und im Endeffekt die Boss-Strategien. Und das war's dann erstmal. Und damit kann man erstmal bis, ich sag mal, 1,30, 1,25 ganz dezente Runs hinlegen. Danach, das klingt sehr einfach. Danach geht's dann ins Detail. Da wird's dann ein bisschen komplexer. Aber im Vergleich zu einem, ich sag jetzt mal Dark Souls 2, wo man nach jedem Boss einen kompletten Menü irgendwie machen muss mit verschiedenen Unequips, Equips von Ringen Items und so, ist Bloodborne da schon mehr straightforward, was das angeht. Also ich kann es auch jedem nur empfehlen. Die ersten 10 Minuten sind ein bisschen ärgerlich im Run, aber danach ist der Run echt gut. Sonst würde ich ihn auch nicht so lange schon ran. Aber wenn sich da mal irgendwas verändert, also dann sind das wahrscheinlich immer nur so einzelne Abschnitte, oder gibt's das auch mal, dass jetzt eine komplette Taktik, dadurch, dass das ja auch mit dem, wann macht man Level up, welche Items holt man sich und so weiter, dass es ja theoretisch dann auch einen Run geben kann, der so eine Kettenreaktion auslöst und dann ganz viel verändert, sodass es, und wäre das zum Beispiel eine Sache, wo du dich dann nochmal rantrauen würdest, wo du sagst, okay, ich ändere jetzt komplett meinen Run? Ja, doch, auf jeden Fall. Also es gibt gerade in Bloodborne ist das schon passiert. Es gab früher einen Run, der Pal zum Beispiel später gemacht hat, der auch nicht auf die 60 Insights zurückverwiesen hat, sondern den Bloodrock selber aufgesammelt hat. Und irgendwann kam dann einer und hat den Run gemacht und hat gesagt, naja, man kann ja mit 60 Insight, das ist übrigens der Skip, wo man den Threaded Cane das einzige Mal benutzt, um diesen Schlüssel von diesem Gegner zu bekommen. Weil lustigerweise kann man durch die Tür nämlich auch angreifen. Das ist damals schon passiert und dann hat er gesagt, naja, man kann das ja mit 60 Insight machen. Und dann hat jemand festgestellt, naja, wenn man das mit 60 Insight macht, können wir ja Paarloch früher machen, weil wir dann Bold Paper haben für Shadows und ROM. Und daraus ist dann eben auch die Kettenreaktion entstanden, dass der Run komplett umgemodelt wurde. Und das Spiel gibt's jetzt seit 2015, es werden immer noch neue Sachen gefunden. Und im Vergleich, ich meine, Dark Souls 1 gibt's jetzt wie lange? 2001 oder so, da wurden jetzt letztes Jahr allein schon wieder drei komplett neue Routen gefunden. Ha, krass, aber bei dem Remastered nicht, sondern bei dem alten dann? Oder? Bei dem alten, genau. Ja. Das Remastered ist irgendwie so ein bisschen hinten runtergefallen, ich weiß auch nicht warum. Die alten Speedrunner davon halten so ein bisschen an dem alten Spiel auch fest. Ja. Counter-Strike. Kennst du ja von genau, Counter-Strike, sehr gut. Als, ja, man hält lieber an dem alten fest, bevor man das neue probiert. So ein Mystery ist so ein bisschen die Blue Man Group. Und Blumen Group vor allen Dingen auch. Ja, aber die hauen halt wirklich zu, also die treffen dich wie ein Truck. Ja, wenn die erstmal weg sind, ist alles in Ordnung. Na komm, du auch noch. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass sie nicht zu viel Schaden machen. Der sollte wegspringen, genau. Damit dein Tablettending da jetzt sich nicht voll auflädt, oder? Ja genau, weil ansonsten mache ich so viel Schaden, dass er sich schon transformiert. Und dann habe ich ein großes Problem. Okay, das ging jetzt auch wieder sehr schnell. Ja, das ist so ein Boss, der ist ganz schnell weg. Und jetzt kommt da nämlich direkt der nächste. Genau, Abreadas. Und das ist auch so ein Bossfight, der ist sehr wieder auf Execution. Aber das ist so mit die, ich sag mal in Anführungszeichen, Perfektion von der Execution, weil da musst du wirklich genau drauf achten, was du machst. Ansonsten hast du wirklich ein riesengroßes Problem, weil Abreadas auch mit den HP, die ich jetzt habe und alles, weil zwei Hits vielleicht tot. Deswegen habe ich jetzt auch gerade die Lampe genommen, weil den Weg zurück will ich nicht nochmal rennen. Ich muss das Pellet hier nehmen, weil das Beast Meter muss aus sein. Ansonsten mache ich zu viel Schaden. So. Also sie ist ja gleich schon tot. Ja, das ist der perfekte Fight, sehr gut. Boah. Alter Schwede. Ich hab vergessen, wie geil die aussieht. Super designed mal wieder, kann man immer wieder mal sagen. Auch als in einem First Playthrough ist das ein Boss, der auch richtig Spaß macht. Allein nur wegen dem Bossraum, wegen dem Soundtrack, dem ganzen Design und alles, das ist richtig, richtig cool. So, dann geht's jetzt auf ins DLC, würde ich sagen.
Dafür müssen wir einmal nochmal in die Cathedral Ward. Genau bei einer Stunde, das ist doch interessant. Gut. Das ist gut. Dein Personal Best war 1,8 oder 1,6? 1,9. 1,9, ja. Allerdings halt nicht die Real-Time, sondern die In-Game-Time. Das heißt, alle Ladezeiten und sowas sind davon ausgeschlossen. Also ein bisschen mehr da. Ja. Ich glaube, Real-Time war das, was ich gemessen habe bei mir. Ich glaube, eine Stunde 15 oder so. So, DLC ist natürlich, indem wir das DLC-Item haben und von der Amygdala hier abgegriffen werden. Ja, psch. Jetzt werden wir jetzt aber die ganze Zeit schon starten und über die Cutscene überspringen. So, jetzt müssten wir eigentlich, wenn alles gut läuft, 63, 64 Inside haben. 65 noch besser. Können wir vielleicht noch ein bisschen was auf die Kante legen, falls wir doch nochmal drauf gehen. Wir haben jetzt 55.000 Echos, davon nutzen wir nicht alle. Ich werde aber alle trotzdem benutzen, glaube ich, weil ich Vials einfach kaufen möchte. Lieber auf der sicheren Seite sein. Das heißt, wir machen jetzt nochmal eine letzte Shopping-Runde ohne Level-Up. Wir brauchen Poison Knives. Für Orphan. Wie schnell du grad, weißt du, wie viele Vials du gerade gekauft hast? Oder was das erste war? Das waren gerade die Poison Knives, ja, 6 Stück. Das ging so schnell, wie du da. Ich mache eine Sache noch. 5 und den Bloodrock. Jetzt gehe ich noch einmal kurz runter, weil ich habe das Ritual Blood aufgesammelt, was relativ teuer ist. Dadurch kann ich noch mal ein bisschen Vitality leveln. Das ist jetzt alles so ein bisschen Marathonroute. So, jetzt haben wir den Bloodrock, wir haben die Poison Knives, wir haben noch ein paar Vials dazu. Jetzt gehen wir plus 10 mit der Waffe. Und das war's für das Spiel erstmal mit Level-Ups. Und jetzt geht's wirklich, das ist jetzt ab dem Punkt, ist es tatsächlich nur noch ein Boss-Rush. Ist jetzt wirklich nur noch Boss. Geil. Die einzelnen Sachen aufsammeln, um zu dem entsprechenden Boss zu kommen. Und aber in den Hunter-Stream geht man jetzt einmal noch, um halt Pellets und Paper noch mal zu holen für den Rest des Runs. Aber grundsätzlich war's das mit Aufsammeln. Aber wieso hast du jetzt die 9000 nicht noch investiert in irgendwie Vials? Hätte ich noch machen können, ja. Ich war jetzt gerade bei 11 Vials, sodass ich genau 20 habe. Du sammelst hier in dem DLC allein schon auf dem Weg zu Ludwig, ich glaube, an die 15, 16 Vials auf. So, jetzt kommt der durchsichtige Hund. Durch den kann man durchlaufen. Er kann auch fliegen, wenn er will, wenn er wirklich gut gelaunt ist. Ah, jetzt kommt hier genau die Nummer. Ja. Natürlich, dran vorbei. Ah, jetzt machen die hier schön die Tür auf. Genau. Ja, das ist das, wo ich mir letztens erst die Videos von euch angeguckt habe. Ja. Da habe ich mir die Strategien abgeguckt. So. Ja, das war der Pizzacutter hier. Ja. Den hast du mit dem Pizzacutter gemacht. Ja, der faule, der Hangover-Boss, ja. Lawrence, genau, ja. Sie sieht echt aus, als wenn er gesoffen hätte. Und mir geht's schnell. Oh, muss ich schon wieder kämpfen, na gut. Was ich gerne hier nochmal mache, ist gucken, ob ich alle Cords benutzt habe, alle Umbilical Cords, weil es kann auch passieren, das ist mir schon mal passiert in einem PB-Run, dass du dann German besiegst und auf Moon Presence wartest und dann kommen die Credits. Weil du vergessen hast, alle drei Umbilical Cords zu benutzen und dann rollen die Tränen. Ja, man lernt aus seinen Fehlern, ne? Ja, Gott sei Dank. Das ist auch nur bei Speedruns, ne, dass du weinst, weil das Spiel beendet ist. Ja. Nein, ich wollte doch noch mehr. Hat er wie oft wir auch hier so dumm auf die Plattform getreten. Ah, okay, so geht's auch. Ja gut, das wussten wir natürlich. Wir haben es noch nicht gemacht. Klar. Und jetzt kommt hier da dieser nervige Hunter. Die Quidout-Mechanik, die wir wieder ausnutzen. Das Schöne ist, man kann sprinten, während man in diesem Menü ist. Laufen wir hier hin, Quidout. Jetzt werden die alle wieder nach hinten gesetzt. Hast du es gesehen, wie ein Quidout? Hätten wir auch machen sollen. Never quit, never surrender. Wieso haben wir eigentlich keine PlayStation mit der schnellen Festplatte drin? Weil wir doof sind. Was uns das auf dem Sender für Zeit sparen würde. Einmal sowas bauen. Da könntest du einen Werbespot jeweils reinbauen. Allein für Sekiro, wie lange wir die da sind. Lass uns das mal machen. Wir werden das mal machen. Ja. Habt ihr dann wenigstens PS4 Pro? Oder? Ja. Okay. Aber wir sollten da noch viel mehr investieren. Wir merken gerade, was wir da bisher falsch gemacht haben. Ja, also Ladezeiten, das ist unmenschlich. Halt echt, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wir sagen das direkt, wir brauchen eine SD-Festplatte. Wir sagen das jetzt René. Das könnt ihr jetzt mal von der Regie ins Slack schreiben.
So, hier brauchen wir auch das Blue Elixir, aber sonst schießt er uns einfach tot die ganze Zeit. Hier ja, jetzt einmal. Ja. Oh, aber ja, immerhin getroffen ja. sogar noch. Ja, ja, also das ist garantiert. Also der Diese. Kann dich nicht treffen. Da hinten liegen übrigens 5 Vials. Nutzt du deine Informationen, die kann man sich da immer abgreifen. Ja. Muss man aber nicht. Muss man aber auch nicht. Ne? Das machen, also Normal Runners machen das. Ich nehme mal vorsichtshalber die Lampe hier bei Ludwig, weil gerade im Üben hier die letzten paar Tage wollte Ludwig nicht so, wie ich wollte. Ah, sehr gut, ja. Genauso wie Maria. Sparst du dir natürlich Weg. Ja. Ja, ist ja auch wirklich ein kleinerer Umweg nur. Ja. Ja, Typ, ey. Der schießt einfach. Das ist auch so eine kleine Hexe, die ist auch sehr hartnäckig. Da stehen die bei ihr auch noch. Kommt ja. Hergedackelt. Die schleicht nicht. Ja, genau, von hinten. Schleicht sie sich an. So, Ludwig genauso, auch Execution-based komplett. Hoffen wir, dass wenn alles klappt, ob es funktioniert. Oh, da haben wir auch ein bisschen länger gesessen bei dem. Ja, oh ja. Ja, das ist schon mal nicht gut. Ich weiß gar nicht mehr, wer den gemacht hatte. Auch nicht. Alles gut. Sollte fertig sein. Okay, so, zweite Phase. Du hast ihn gemacht. Ja, kann sein, aber wir haben beide sehr lange in der zweiten Phase gehangen, glaube ich. Mhm. Ey, zweite Phase ist echt mies. Nee, ich hab den gemacht. Oder du? Also man hat auf jeden Fall so mega Respekt vor ihm auch da. Gerade wenn das Moonhead Greatsword dann rauskommt, da. In die Ecke hat der einen immer gehauen. Mhm. Ja, Mann. Und dann konnte man mit dem abgetrennten Kopf noch reden. Ja. Da haben wir noch überlegt, ey, was machen wir jetzt? Und so sagen wir ihm die Wahrheit oder lassen wir ihm in Ruhe ruhen, so. In Frieden ruhen. Stimmt, ja, weil sein ganzes Vorhaben natürlich verzerrt ist. So, hier setzen wir das iPad rein. Jetzt gibt es hier so einen schönen Animation-Cancel, wenn das klappt, dass man nicht die Lampe aktivieren muss. Ja, nicht geklappt. Wenn man drüber läuft und die ganze Zeit X drückt, dann geht die Lampe von selbst an. Das sind nicht auch so Kleinigkeiten, sind zwei Ecke. Die Ecke, ja. Oh, meine Güte, haben wir in diesem. Ja, Research Hall ist nervig. Ja. Aber auch hier gibt es eine einfache Variante dafür. Lustig ist am Anfang komischerweise. Wissen die am Anfang nicht so ganz, was abgeht. Das heißt, das Spiel startet gleich, aber die brauchen einen Moment. Die sind irgendwie so ein bisschen hinten dran. Ich weiß auch nicht, warum. Deswegen können das wir jetzt, kann man ausnutzen, um ja, genau, mal weiter zu kommen. Ne? Laufen jetzt gemütlich an denen vorbei, bevor die überhaupt jetzt anfangen, irgendwie uns anzugreifen. KI wird als letztes geladen, wahrscheinlich. Anscheinend, ja. Ja, aber die müssen erst miteinander kommunizieren, was denn die Sache ist. So, ich meine, die haben einen Sack auf dem Kopf. Ja, das darf man nicht vergessen. Also, allerdings der hier, das ist... Der ist ein Problem. Na gut, der benimmt sich. Von dem gibt's noch einen. Ja, das ist wirklich so ein schönes. Also für dich ist es ein Speedrun, aber für uns ist es ein Recap irgendwie auch, ne? Genau, ein Schnelldurchlauf, alles nochmal. Mhm. Also Zusammenfassung. Erleben. Ja, 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 ja. Okay, das ist gut, das ist die beste Attacke. Die Ratte muss leider dran glauben. Ach ja, drehen wir den Raum und so. Jetzt kommen Living Failures. Living Failures an sich sieht nach einem relativ simplen Bossfight aus. Allerdings ist der Anfang vom Bossfight quasi ausschlaggebend für den Rest. Wenn ich den ersten Failure nicht parryen kann, ich kann dann hier sterben. Gott. Wenn ich den ersten Failure nicht parryen kann, habe ich ein riesengroßes Problem. Okay. Dann geht alles drunter und drüber. Das, okay. Das ist auch wieder sowas, wenn eine Sache daneben geht. Aber auf normale Art, den Boss dann zu machen, zu sagen, okay, das dauert jetzt vielleicht dann 30 Sekunden, Minute, whatever. Ja, genau, sollte trotzdem machbar sein. Ja. Weil läuft vorwärts, ist schon mal gut. Oder auch nicht. Was machst du? Machst du irgendwas? Ja, das ist genau sowas, was nämlich nicht passieren sollte. Okay, machst du da so? Versuch dich halt immer zu parryen, aber. Ja, das tut halt nämlich unmenschlich weh. Ja, ja, ich erinnere mich an die Typen. Der ist jetzt schon gespawnt, das ist nicht gut. Normalerweise wollen wir uns auf den hier konzentrieren. Der spawnt die ganze Zeit einfach. Jetzt müssen wir noch dem seine komischen Bälle hier ausweichen. Ja, jetzt hast du. Ja, und jetzt sind wir in dem Loop quasi drin. Ah,
dass er die ganze Zeit. Also man kann immer denselben Platten machen dann einfach. Genau, der spawnt auch nicht. Manchmal hat man das Glück, dass nur der hier spawnt, die ganze Zeit. Und dann als letzte Runde quasi der andere da drüben spawnt. Ja, und der Rechte weiß auch gar nicht so recht, was er machen soll. Kommen, gehen, schießen, das ist sehr angenehm gerade. Jetzt machen sie hier ihren Meteorangriff. Ja. Da, geil, da kommt man gar nicht mehr hin. Ja, perfekt. So. Und jetzt mache ich hier einen Quit-Out. Mit der einfachen Begründung, mein Beastblood-Pellet, das Meter ist gerade voll für das Beast-Hood, das heißt, ich mache gerade am meisten Schaden. Wenn man Quit-Out macht, verliert man zwar das Beastblood-Pellet, aber den Beast-Hood, der bleibt beibehalten. Dadurch, dass Maria direkt danach kommt, kann ich wieder ein Pellet nehmen und starte das Pellet mit vollem Meter. Das ist natürlich sehr geschickt. Dadurch spart man, ich glaube, insgesamt fast 4 bis 5 Hits am ganzen Boss. Das klingt jetzt am Anfang nicht nach viel, aber Naja, gut. Und Maria habe ich vorhin hier ein bisschen schon geübt, als ich angekommen bin. Die hat heute einen schlechten Tag. Oder einen guten, ja. Okay, viel Erfolg. Mhm. Hallo, hallo, hallo. Lady Maria. Das ist schon direkt der schlechteste Angriff. Okay. Die fand ich aber ganz cool als Boss irgendwie. Der Bossfight an sich ist super. So schnell ist und man die hat so einen ähnlichen Stil wie man selbst auch. Das fand ich bei German am Ende auch ganz cool, weil es ist so ein Tanz dann irgendwie. Mhm. Ne? Und man ist dann nicht so immer nur diese großen Bosse, die dann immer so viel Effekte und so viel Masse haben und so. Und das ist immer so ein richtiger Kampf auf Augenhöhe irgendwie. Ja, das ist auch ein bisschen das, was wir bei Sekiro, finde ich, dann versucht haben, auch noch mehr zu pushen. Ne? Dieses echte Duellgefühl. Ja. Und irgendwie, dass es auch geil aussieht und sich dementsprechend auch geil anfühlt. Mhm. Ich hoffe, das soll es gewesen sein. Weil ich die großen Bosse auch nicht missen möchte. Nice. Aber es ist ja wirklich der Mix, der Blatt dann so wunderschön macht. Ja, das hast du ja jetzt schon, während wir hier einfach erzählt haben, aber easy gemacht. Schon down, ja. Jetzt musst du durch das Ding hinten durch das Loch durch. Okay, einige wissen das nicht sofort, dass man das ist ein Geheimnis. Okay. Ja, gut. Leben Biles. Okay. Mach ich mal gerne kaputt, ich weiß nicht warum. Und jetzt kommen die Poison Knives ins Spiel. Bei Orphan. Und ich kann schon mal erklären, was ich mache. Und zwar, der erste Angriff versuche ich mit einem Backstab zu parryen. Das heißt, ich versuche hinter ihn zu kommen und einen Backstab zu machen. Mhm. Sobald ich das habe, ist er ja in so einer Phase, wo er so am Tumblen ist, so am Staggern, in dem Moment, wo ich dann nochmal angreifen könnte. In dem Moment kannst du jedes mögliche Objekt auf ihn werfen, wie zum Beispiel ein Poison Knife oder ein Pebble oder was weiß ich. Und dann flippt seine KI komplett aus und er bleibt einfach auf der Stelle stehen. Und okay. Dann greifst du ihn zu einer bestimmten Zeit an, mit einer bestimmten Anzahl an Angriffen. Und danach kommt er aus diesem Stagger wieder raus und macht eine bestimmte Attacke. Die Attacke kannst du dann parieren mit einem Schuss, schmeißt wieder das Messer, greifst ihn wieder an bis dahin und so hast du ihn komplett in einem Loop die ganze Zeit. Und das Lustige ist, From Software hat vergessen oder hat es nicht dran gedacht, eben eine Death Animation für die erste Phase zu machen. Mhm. Okay, das heißt, wenn man danach lustig ist, kann man noch ein Familienfoto machen. Mhm. Dann steht er da noch so rum quasi. Oder? Aber das ist halt teilweise, also das ist wirklich schon das Lustigste an dem ganzen Spiel im Endeffekt, wenn man das wirklich weiß, wie es aussieht. Das sieht halt einfach super, super gut aus. Okay, okay. Oh, haben wir uns mit dem rumgeärgert, ey. Ja, Orphan, also ist meiner Meinung nach auch der schwierigste Soulspawn-Boss, der so jemals gemacht wurde. Also der hat's echt in sich. Ist jetzt wieder ein Kürzel oder was machst du jetzt da noch? Das ist jetzt hier ein Skip runter zu Orphan und zwar kann man hier out of bounds gehen. Das sind sogenannte Slope-Quit-Outs, wenn ich an einer Slope runterrutsche. Und dann auf dem Boden ankommen. Lustigerweise wird dann erst der Fall signalisiert und erst dann wird der Schaden kalkuliert. Mhm. Wenn ich in diesem Zeitraum Quit-Out mache, lande ich einfach unten. Ah, okay. Und so kommst du halt out of bounds und kannst quasi direkt in die Area für Orphan rein. Das musst du genau in dem Moment, wo du aufkommst. Genau, oder? Du hörst diesen Ton vom zweiten Mal aufkommen und genau da muss der Quit-Out sein. Mhm. Ansonsten stirbst du halt, wenn du aufkommst. Jetzt mal hier out of bounds kurz. Jetzt muss ich gucken, wo hier der Stein ist, wo man reingeht. Plötzlich gut. Ja, okay. Und dann bist du wieder drin. Dadurch skippst du diesen kompletten Teil, der halt auch echt mega anstrengend ist. Und schon da, ne? Nach einer Stunde, 15 Minuten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der erste Angriff ist wichtig. Entweder ist es ein Sprung oder ist es ein Slide auf dem Boden. Ich erinnere mich sehr. Der Sprung ist es hoffentlich.
Da kann man nämlich geil ihn staggern. Ja, sehr gut. Ja. Super, dass du es beschrieben hast, weil es geht so schnell, dass man es kaum mitkriegt. Ja, aber jetzt verstehe ich, was passiert. Aber interessantes Timing, wann du ihn stackerst, nach der Attacke ja erst. Das ist quasi, wenn die zweite Attacke anfängt. Da ist das Window fürs Parrying. Also im Prinzip, du drückst aber schon jetzt. Ich spam die ganze Zeit schon Schuss, ja, ja. Du willst so schnell wie möglich nach dem nach hinten dashen, willst du schießen. Interessant, ey. Ja, wirklich, ne? Und ich bleib jetzt dann danach ganz kurz stehen, damit man das auch mal genießen kann. Okay. Na, mal ein Foto machen. Der bleibt eine Stunde lang hier stehen bleiben, der berührt sich, der bewegt sich kein Meter. Oh, krass. Aufgegeben. Das auch, wir sagen jetzt Tschüss und ja, bleibt, ihr könnt es mir noch nicht glauben. Ja. Dein Körper hat noch nicht erfasst, was da passiert ist. Also dieses, wenn sie ganz schnell zerteilt werden, dass sie sich noch nicht auseinandergeschoben haben. Ja, So, jetzt müssen wir nochmal einen Research Hall, um das letzte Item für Lawrence zu holen. Normalerweise müsste man den Elevator hochfahren, mit dem Elevator wieder runterfahren und den wieder hochfahren lassen, unten bleiben, gegen Gegner kämpfen und so. Wir versuchen es ein bisschen schneller zu machen, indem wir den hochfahren lassen, auf ihn draufspringen und direkt wieder runterspringen und da, wo er dann ankommt, wieder da dort zu sein quasi. Ob das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, das ist genau das, was nicht passieren darf. Echt, das sah nicht so aus, als... Ja, das sind die sogenannten Stored Rolls. Du machst einen Input, aber das Spiel frisst ihn einfach. Mhm. Und dann bleibst du halt einfach da. Ich muss ihn jetzt wieder runtersetzen, also runterbringen. Das Schöne ist, das ist keine Animation, weil ich sie nicht mit X gestartet habe. Das heißt, ich kann einfach einen Cutout machen. Das sind die Regeln. Okay. Solange die Animation muss mit X gestartet sein, dann darfst du keinen Cutout machen. Also jetzt, wenn ich nochmal den Lever nochmal schieben müssen, dann darf ich keinen Cutout machen. Ah. Dadurch, dass ich einfach da drauf gehe und der Fahrstuhl runterfährt, kann ich einen Cutout machen. Ey, voll das komplexe Regelwerk, irgendwas. Ausgeht. Wer entscheidet das? Die Community zusammen. Mit ja, also, wenn es dann irgendwie darum geht, wir hatten jetzt gerade dieses Ding mit diesem Sewer-Skip ganz am Anfang. Da war dann die Diskussion groß, ja, erlaubt man dann Quidout oder macht man das ohne Quidouts? Und dann hat die Community zusammen eben abgestimmt. Und ja, Demokratie eben. Und entsprechend hat man gesagt, wir machen die Quidouts wieder. Es gab auch mal eine Zeit lang, wo Quidouts in Bloodborne komplett verboten waren. Das war die Zeit, wo es noch keine PS4 Pros und noch keine SSDs in den PS4ern gab. Weil da einfach die Ladezeiten noch zu lang waren. Das wollte sich keiner einen Run angucken, der irgendwie 10-mal gequidout war. Also grundsätzlich macht man dann eigentlich auf dem PC seine Speedruns, ne, wenn man die Option hat? Wenn man die Option hat, immer, ja. Also Sekiro Runs alle auf dem PC. Auch Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Das ist das Schöne, ist dann nämlich auch, dass dieses Programm, womit wir die Zeiten erfassen, sich in dem Spiel quasi integrieren kann. Diese Autosplitter-Funktion. Das ist super, ja. Das ist eine richtig gute Funktion. Hast du wahrscheinlich nie gesehen, aber da kannst du dann wirklich Kapitel angeben sozusagen und siehst dann immer die Checkzeiten, wenn du wie bei Qualifying bei irgendwelchen Formel-1-Rennen siehst einfach, okay, das ist meine Zeit, so viel habe ich gespart, also könnte ich potenziell so viel am Ende haben. Das ist mega toll. Und man muss auch nichts manuell machen. Das macht das Ding komplett für einen. Das Spiel erkennt anhand der DLL der File in dem PC, wo der Spieler sich gerade befindet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier jetzt nach Orphan oder so wäre, würde der automatisch die Zeit einfach erfassen. Mhm. Das ist halt das Schöne daran, dass müssen wir hier bei der PS4 alles nochmal manuell machen. So. Fuck, ich muss eigentlich Resident Evil 2 auch auf dem PC nochmal anfangen, weil es hat so viele Vorteile für Speedruns. Ja. Alleine schon die FPS-Anzahl, habe ich gehört. Alles, okay. Ja, du kannst den Endgegnerkampf halt einfach also mehr als die Hälfte kürzen, weil die weil einfach die FPS halt höher sind. Ne? Weil du quasi, du machst einen Schlitzer und triffst damit gefühlt häufiger, also rechnerisch häufiger als auf der Konsole, weil die Frames weniger sind ne, auf der Konsole. Das, dadurch, die ganze Taktik, die alle zeigen, ne, geht für mich nicht, weil ich es auf der Konsole spiele. Mega frustrierend, weil du irgendwie das Gefühl hast, du kommst nie wirklich, du kannst nie wirklich an die obere Grenze rankommen. Ne? Wow. Ist okay, oder wenn ich auf Rocket Beans Kosten nochmal Resident Evil 2 mehr kaufe? Nee. Ich brauche das aber unbedingt. Abstimmen. Aber bitte, 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 die anderen haben auch eins bekommen. So, letzter DLC-Boss. Oh, okay. Lawrence. Da kann ich den Pizzaschneider empfehlen.
Das wäre sicher schneller als das, was du jetzt machst. Wobei. Aber wie lustig, wenn du eine neue Mechanik entdeckt hättest, die Simon Kretschmer-Mechanik. Aber das müsste man den ja auch aufleveln. Will immer vor ihm stehen, dann geht er immer zurück und macht diese Attacke hier. Wir haben jetzt noch nicht seine Hände angegriffen, das nutzen wir jetzt aus. Indem wir noch zweimal staggern, bevor. Oh, okay. Oder ah, nicht. Oh! Und jetzt können wir ihn quasi immer, wenn wir links bleiben, macht er immer das hier. Die ganze Zeit. Krass, okay, ja klar. Jetzt noch einmal und. Was? Die schon direkt zur Lampe, ja. So, und damit haben wir jetzt nur noch Witches, Lugarius und die beiden Endbosse. Und dann ist der Run auch schon durch. Das wäre jetzt das komplette Bloodborne DLC. Ja, es ist halt echt faszinierend, aber es ist schön zu sehen, weil es auch ein schönes Abarbeiten der Boss ist. Der Best of sozusagen. Gott, Best ich of Boss. So viele Grand Cathedral. Normalerweise hat man im Run nicht so viele Lampen, die man genommen hat. Man hat normalerweise da nur 3 oder 4 Stück stehen. Deswegen muss ich gerade erstmal gucken, wo bin ich überhaupt. Aber das ist halt genau das. Es ist halt trotzdem, die Route ist trotzdem schon extrem sicher für Marathons und trotzdem musste ich halt zum Beispiel einmal resetten. Also das zeigt halt, wie anfällig die Runs halt auch echt sind. Ist halt sehr intensiv, was Grinden wirklich angeht, wenn man eine gute Zeit haben will. Man muss sich da wirklich stundenlang hinsetzen. Also ich habe teilweise schon Streams gemacht, wo man dann 6 Stunden am Stück nur zu Superskip resettet. Dauerhaft, also in den ersten 5 Minuten. Und dann aber in Stunde 7 kriegt man den einen Run hin. Und dann denkt man sich wieder so, naja gut, dann haben sich ja die 6 Stunden gelohnt. Aber in den ersten 6 Stunden denkst du, lohnt sich halt gar nichts gerade. Das ist halt, aber da muss man halt leider durch. Das ist halt bei so Spielen. Und wie lange glaubst du, machst du das noch mit Bloodborne jetzt? Das ist eine gute Frage. Bloodborne, bis was Besseres kommt. Also ich sehe mich im Moment noch am Bloodborne-Run. Klar kann man das nicht dauerhaft machen. Ich habe es eine Zeit lang, ich habe es glaube ich ein Jahr lang wirklich nur jeden Tag Bloodborne gespeedrunnt, auch auf dem Stream. Ja. Das ist jetzt ein bisschen mehr in die andere Schiene abgegeben. Zum Beispiel morgen oder demnächst kommt Days Gone raus. Ja. Werde ich morgen anfangen, dann direkt, wenn ich wieder zu Hause bin. Und so Sachen, das schiebt man immer so ein bisschen ein. Ich habe jetzt angefangen, auch wieder Battle Royale zu spielen, wie Apex Legends. Dann macht man am Anfang ein bisschen Runs, weil man noch die Konzentration hat. Und wenn man dann merkt, so nach 2-3 Stunden, die Konzentration geht weg, spielt man einfach irgendwas anderes. Spielt man ein bisschen Apex und holt da das Chicken Dinner. Genau. Ja. So, und das ist jetzt wirklich, also die letzten beiden Bosse im Main Game vor dem Endbossen ist halt leider sehr langweiliges Hingelaufe. Was für Runner, die jetzt die richtigen Runs machen, wenn man auf PB-Kurs oder auf World-Record-Kurs ist, das ist extremst nervenaufreibend. Weil du kommst aus dem DLC und siehst vielleicht, du bist gerade eine halbe Minute vorne oder so. Ja. Und dann musst du die hier nochmal durchrennen. Und, Gott, das kann überall was passieren. Ja. Ja, allein auch nur die Tatsache, dass du willst einfach fertig werden. Ja, du hast das DLC gepackt, das Größte ist vorbei. Aber nee, dann muss man hier nochmal durchrennen. Ja, und dann doch auch noch 1, 2, 3 Bosse, ne? Ja. Also, wobei. Ja, gerade Lugarius stellt nochmal deutlich Probleme dar. Also der ist, der kann denn das nochmal ordentlich versauen alles. Das ist lustig, weil die Schwierigkeit der Bosse ist komplett durcheinander gewürfelt, wenn du immer so auf gewisse Abläufe und so weiter setzt. So wie jetzt zum Beispiel gerade bei einem Waisenkind, das war ja eigentlich fast der einfachste Boss, so ungefähr, weil du halt die Mechanik da anwenden kannst. Und es kann theoretisch sein, dass ein Boss, den man eigentlich eher als einen leichteren einstufen würde, ein Speedrun eigentlich der schwierigste ist. Also das ist ja generell das Schöne bei den Spielen. Keiner kann irgendwie sagen, der Boss ist einfach, weil es kommt immer darauf an, wie spielst du auch das Spiel. Es kommt darauf an, welche Waffe du benutzt, es kommt darauf an, welchen Stil du benutzt. Bist du sehr aggressiv, bist du eher der passive Spieler? Und je nachdem setzt sich eben zusammen, bei welchem Boss du besser bist oder welchem nicht. Das ist das Schöne an den Spielen auch. Es gibt kein Gut oder Schlecht in dem Sinne. Da, die Witch. Oh ja. Die haben wir recht schnell gemacht auch. Da muss man einfach nur mal checken, was da passiert. Genau. Ja. So. Dass man die Großen da kann man, glaube ich, völlig ignorieren. Ja. Man muss immer nur. Weißt du, wo die respawnt? Teilweise. Also ein paar Respawn-Points kenne ich. Jetzt noch ein kleiner lustiger Glitch am Ende. Sobald man die Echos bekommt, kann man hier einen Quidout machen. Wenn man auf dieser Barrel steht, weil es ein zerstörbares Objekt ist, zählt es nicht zu der eigentlichen Arena. Und dadurch wirst du bei einem Quidout bist du ja immer am Anfang der Boss-Arena gespawnt. Dadurch, dass wir IGT, also Ingame-Time, zählen,
ist es jetzt von hilfreich? Ist es von Hilfe, weil wir jetzt am Anfang des Boss-Areas wieder sind. Das heißt, dieses Laufen, diese 6 Sekunden Laufen zum Anfang haben wir uns gespart dadurch. Mhm. Und alles nur, weil da so eine kleine Tonne steht. Das sind so Kleinigkeiten, ja. Die muss man erstmal erfahren. Das ist auch durch einen Zufall passiert. Da hat jemand aus Versehen einfach mal einen Quillout da gemacht und gemerkt, ach guck mal, ich spawn ja da. Nope. Die fand ich immer ganz gruselig, diese Hexen mit diesem Brenneisen, weil so kann sich richtig vorstellen, was das für eine unangenehme Gesellschaft ist da irgendwie. Diese, oh. So, und dadurch, dass wir die Kanas Summons haben und Witches getötet haben, so kommt jetzt hier eben der Karn, dass wir zum Castle kommen können. Persönlich meine Lieblingsgegend, auch vom Design her. Sieht halt einfach cool aus. Mhm. Einfach ein Schloss im Winterdesign, sieht halt einfach mega gut aus. Das macht halt immer schon was her. Ah. Da sind auch wieder diese schwangeren Blutegel-Frauen. Ja, genau, ja. Die, weißt du noch? Die mit den dicken Bäuchen, die da so rumrollen. Ja, ja, die man so, die auch aufplatzen, ne? Und dann kommen da irgendwas. Kommen da nicht auch kleinere raus? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das ist ein Angriff, ist es, glaube ich, ja. Ach so. Ich glaube aber schon, ja. Ja. Das ist auch so schneebedeckt wie Spinnenland. Irgendwie ist. Boah. Hoffen wir mal, dass die Tür schnell genug aufgeht. Da ist nämlich einer hinter uns. Okay. Und die da schrubben, bohnen den Boden noch. Das ist alles so. Ja, glänzt aber auch gut. Ja. So, jetzt schießen wir nochmal auf einen alten Mann. Das ist jetzt noch so der einzige letzte normale Gegner, der uns noch richtig viel Schaden zufügen kann. Und der hier. Oh! Aber du wusstest das und hast damit gerechnet und okay. Na, siehst du. Der zum Beispiel, der nächste, da kommt noch gleich einer mit so einem kleinen Dolch, so ein kleiner Opa. Der tatsächlich sieht harmlos aus, der macht so unfassbar viel Schaden. Da schießen wir einfach auf den, dadurch, dass er so leicht ist, fällt er halt einfach rückwärts um. Und dann kommen wir dran vorbeilaufen. So. Und das war jetzt aber. Das war jetzt ein normaler Gegner, der sollte mich. In einem normalen Run hättest du den jetzt nicht. Den normalen Run, ja. Ich habe nicht so ganz auf mein Stamina gerade geguckt. Ja. Ach, ich dachte, das gehört dazu, dass du eben rausgehst und den. Nee, das war. Ich habe einfach auf mein Stamina für einen kurzen Moment nicht geguckt. Ich dachte, und deswegen. Ich wusste, dass der mich greifen kann. In dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, dachte ich mir auch so, ups. Wir nehmen jetzt hier den Shortcut nochmal, weil Lugarius ist einfach Lugarius. So. Da oben die Treppe, da wirst du da auch getroffen gleich, weil wir wurden da immer getroffen. Ich gehe einen anderen Weg, also hier wurde ich jetzt getroffen, ja. Ich nenne das mal den Fangirl Arrow. Ja, alle anfangen zu schreien. So, aber hier lustigerweise gibt es diese eine Treppe dort und die steht so unfassbar günstig. Ich weiß nicht, ob es gewollt ist. Ich vermute es tatsächlich fast schon. Und hier hast du halt keine Aggro mehr von irgendeinem Gegner. Also kannst einfach rufen. Das haben wir sehr spät erst gecheckt. Ja. Noch diese Gargoyles gleich auf dem Dach. Mhm. Die haben tatsächlich schon mal einen Weltrekord-Run zerstört. Ernsthaft? Also nicht von mir, aber. Oh. Ja, das gleiche Problem wie eben gerade, Stamina läuft aus, du hast nicht so richtig drauf geguckt, dann kommt der von hinten, greift dich, du machst einen Quit-Out, lädst wieder rein und der greift dich direkt nochmal. Ah. Und dann ist vorbei. Warum muss man sich da ärgern? Warum tut man sich das an? Fragt man sich da wahrscheinlich. Ja. War schon krass, wenn der aktuelle Weltrekord wirklich schon seit einem Jahr Bestand hatte, das ist, der muss dann ja echt gut gewesen sein. Und es gibt mittlerweile auch schon neue Strategien, die auch schneller sind als der Weltrekord, aber da lief dann einmal alles richtig, ne? Das ist in der Tat, ja. Das muss toll sein, so ein Ding auf Video zu haben. Ne? Die Leute nehmen das ein bisschen auf dem Ärmel, weil der den Weltrekord hat, ist Ire. Da sagt man natürlich, das ist dann das irische Glück. Er hat einen Kobold gegessen oder so. Ja. Aber dass jetzt jemand Sequenzen aneinander schneidet, jeweils am besten funktionieren, das kommt nicht vor? Das gibt's. Das ist dann, um zu testen, ob eine Route entsprechend gut oder schlecht ist. Oh, das ist nicht gut. Ich glaube, ich bin tot. Ich muss weg. Lugarius ist halt echt ein Problemfall. Ich
erinnere mich auch an viele Kämpfe und Versuche und. Alter, ja! So, in der zweiten Phase haben wir den immer gestaggert dann mit der Pistole und so. Ja, das ist doof. Ja. Okay. Krass. genau, aber dass jetzt jemand bescheißt. So, ne? Billy Mitchell-Style. Ach so, ja, ja. Dass er sagt, ne, ich nehme jetzt immer die beste Sequenz und bei einer Ladeszene oder so montiere ich die aneinander, ja. Ja, Splicing war schon mal ein großes Drama bei uns, weil andere Leute untereinander sich dem Splicen gegenüber beschuldigt haben und so. Ah, okay. Aber man kann es ja rausfinden. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es komplett unmenschlich ist, das irgendwie rauszufinden. Also man kann ja mit zum Beispiel alleine schon mit Audio-Tools leicht überprüfen, ob irgendwo ein Audio-Cut vorhanden ist oder nicht. Das geht ja alles. Also wir hatten bis jetzt in der Bloodborne-Szene meiner Meinung nach noch keinen Run gehabt, der gespliced war. Das ist, liegt daran, dass ich noch nicht angefangen habe. So, jetzt sind wir aber wirklich hier beim allerletzten. Genau. Das ist jetzt der letzte der letzten. Können wir noch und dann noch Moon Presence. Ich gucke noch mal, ob ich auch alle genutzt. Ja, das passt. Wunderbar. Ja, das weiß ich noch. Ich hatte German gelegt, glaube ich, und dann kam direkt die Moon Presence und da hatte ich halt keine Vials mehr und nix. Ja. Und ich hatte noch so einen kleinen Zipfel Leben und ich wusste halt nicht, dass es nahtlos weitergeht. Ja, Zipfel Nils ist halt kein Zipfel Mon. Nee. Aber den Kampf fand ich gut. Das ist ein richtig cooler Kampf. Ich hatte da irgendwann dann so einen Rhythmus mit ihm, wie ich mit ihm getanzt habe. Soundtrack so. Ist auch mega gut. Den fand ich einfach. Das war ja auch wieder so einer, der einen so mirrored irgendwie, ne? Ja. Oh, das ist schön. Ich muss ihn von der Wand ein bisschen wegkriegen, weil ich will gleich ihn backstabben. War guter Kampf. Das war gut, ja. So, direkt wieder buffen für Moon Presence. In der Hoffnung, dass Moon Presence auch in Ordnung ist. Die Regie kann ich ja schon mal dann für deinen Timer gleich genau bereit machen. Wobei nicht zu viel. Ja, doch. Mach erst mal. Freuen. Ich renn erstmal weg. Ich muss vor allem den Pellet wieder nehmen, sonst wird das hier ganz blöde. Machst du? Ja gut, dass die Attacke nicht haben will. Gut. Soll es dann auch gewesen sein. Hast du auch mit dem Cutter gemacht, Simon. Ja. So, ja. Zeit kommt gleich. Ich. Okay. Und? Zeit. Zeit, stopp, perfekt. Vielen Dank. Das ist richtig gut sogar. 1:32, ja? 47 ist besser als die beiden Runs, die ich gestern zu Hause gemacht habe, auf jeden Fall. Ja, das müsste In-Game-Time vielleicht, also 1:20 könnte das auf jeden Fall sein. Was anständige auf jeden Zeit. Fall für No-Reset-Run und alles komplett richtig gut ist. Und wie sehen wir das jetzt? Also kannst du. 1:21, 34. Ja, damit bin ich sehr zufrieden. Das war sehr schön. Danke. Kriegst auf jeden Fall Applaus. Sehr beeindruckt. Also von uns zählt der Applaus auch was, weil wir wissen, was es bedeutet. Ja. Denn wir haben es durchgespielt. Ja. Ja. Krass, das war eine große Freude, dir dabei zuzuschauen. Ist ja irgendwie eine Kunstform und das ist echt beeindruckend. Ja. Das hat auch gerade auch Spaß gemacht. Auch schön finde ich, dass man wirklich, ich mag das immer, wenn am Anfang was nicht klappt, auch dass du neu resettet hast, weil da sieht man mal, was für eine Plagerei dahinter steckt und du hast, das war jetzt nur ein Sandkorn von dem, was du da täglich durch das Spiel schaufeln musst an Stress und an Salz. Ein Salzkorn. Ein Salzkorn eines ganzen Spiels. Ein ganz kleines, ja. Man kann dich, wir können noch mal ganz hier noch mal schnell das Insert reinfahren. Natürlich überall, ich glaube, CB Roffel war es. Ganz ne? Genau. Da findet man dich auf Twitter, du bist auf Twitch, du streamst was im Moment. Im Moment Bloodborne und auch Battle Royals. Kein Sekiro? Kein Sekiro habe ich gespeedrunnt, allerdings ist es mittlerweile so durch, dass es für mich nicht mehr interessant vom Speedrun her, weil es ist. Ich habe es von Release an eine komplette Woche gestreamt. 12 Stunden am Tag. Ja. Aber danach, jetzt ich konzentriere mich jetzt auf Spiele, jetzt kommt wie Days Gone zum Beispiel. Das ist jetzt bei mir das nächste. Warum jetzt gerade Days Gone? Weil du Bock aufs Spiel hast oder weil du denkst, dass der für dich irgendwie. Ich hab generell Bock, immer Spiele zu spielen, die sehr story-driven sind. Und da kommt so ein Days Gone oder auch ein Last of Us, Uncharted, diese ganzen Serien, die mag ich halt sehr, gerade wegen der Story. Und glaubst du, Days Gone wird gut? Ich bin auch noch so zwiegespalten. Ich weiß es auch noch. Es sieht im Moment so ein bisschen aus wie so einfach nur Zombies irgendwie abschlachten. Es könnte auch Crap werden, ne? Aber vielleicht ist es aber auch so ein
So ein Geniestreich. Ja, ich bin ja, auch weiß total. Nicht. Ja. Oder ich warte auch zum Beispiel auch auf Ghost of Tsushima, was ja auch so ein bisschen wie Sekiro sein das wird. Das werden wir auch spielen. Ne? Mhm. Ja. Das und Nioh 2. Mhm. Alles, was Skill bedarf, ist bei uns am besten aufgehoben. Ja, aber grundsätzlich auf dem Channel sieht man eben entsprechend die Speedruns. Okay, da würden wir allen empfehlen, da auch mal regelmäßig drauf zu gucken. Vielen Dank, Martin, fürs Vorbeikommen. Gerne. Generell dir auch. Du bist heute sogar krank und bist ja eigentlich auch nicht hier. Ist ja nicht dein Format. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Große Freude. Ja, ich hatte für mich auch eine große Freude. Ja. Ist wirklich, ja, also es hat uns was gebracht. Jetzt können wir hier Nachspiel, Bloodborne, wir haben alles noch im Gehirn, können wir direkt so Review machen sozusagen. Stimmt, ja. Ja, das war's an der Stelle jetzt. Danke nochmal an alle. Ihr könnt euch wie immer gerne irgendwie bewerben und dann seid ihr irgendwann auch hier, ne? Ihr könnt irgendwas üben. Fragt da Gregor an. Gregor und Sia, das sind die beiden, die organisieren das. Ich nicht. Ich bin nur für die Optics. Das war's, Speedrun Dale. Hier ist der Kontakt und ich sag mal Tschüss.